Es sind im Fall immer die besten Podcasts. Bei denen, wo wir zwar ein paar Anläufe brauchen, bis es losgeht. Ja, wirklich. Aber dann. Aber dann sind wir so dann, schmeidig dann drauf. Float. Ei, schaffe ich es. Oh, jetzt. Sind wir schon dran? Ich weiß nicht. Sind wir schon drauf? Das läuft einfach schon mal. Wir müssen noch ein bisschen Zürcher checken. Ich tue noch schnell. Das ist jetzt die ASMR-Folge. Hey. Ganz herzlich willkommen bei Amorana. Ja, genau. Der Podcast. Wo sich der Joel die Hände reibt. Mm. Mit dem Desi. Mm. Ich habe letztens eine Werbung gesehen von einem Erkältungsmittel, ein Arzneimittel. Ja. Yeah. Wo sie im Bus steht und ihn so anüsst. Ja. Yeah. Letzte Woche im Fernsehen gelaufen. Ah, cool. Und sie hat dann schon so den Ellbogen irgendwie vor das Gesicht und so. Und alle haben keine Masken an. Ich habe gedacht, kannst du solche Werbung jetzt noch zeigen? Ja, vor allem so, weißt du, irgendwann hat es mal kurz Besprechung gegeben und dann hat irgendein Chef geschrieben, egal. Wir ziehen das jetzt durchziehen. Ja, genau. Komm, ja. Der alte Werbespot, der funktioniert jetzt das ja gleich noch. Also, der Ton? Ist gut. Ist gut. Ja. Test. Das Bild ist sensationell. Wirklich, findest du? Danke, Christoph. Danke. Stop it now. Ein Radiomensch hier ist das Bild sensationell. Genau. Das ist schon Wahnsinn. Die Polizei ist auch durch. Dann legen wir los. Boom! Da sind wir. Hoi. Hoi, Dominik. Hoi. Wie geht's? Gut, sehr gut. Ich habe schon. Ich bin schon joggen heute Morgen. Hat die Haare gewaschen extra. Der volle Service. Ich bin parat. Joggen und Haare waschen ist der volle Service bei dir. Und schon Rückenübungen gemacht. Und ein Jeans, ähnliches Hemd anziehen. Das ist so der normale. Findest du es zu eng? Nein. Ist das ein Fat-Joke? Wieso? Jeans ähnlich. Jeans ähnlich, ich habe verstanden. Siehst du, jetzt haben wir das Dialektproblem. Ich habe verstanden, dass Jeans Angst haben. Jeans Angst. Ja, das auch. Ja. Das ist mega eng. Nein, sondern das ist, wo wir zusammen Neidmärchen gespielt haben. Ja. Im Theater am Hechtplatz. Stimmt. Ist doch irgendwann mal schnell die Feststellung gewesen, dass wir die gleichen Jeanshemmli Lemming sind. Dass wir eigentlich die gleichen Hemper angehabt jeden Abend, unabgesprochen. Und irgendwann so, also weißt du was, ich ziehe glaube ich das Hellere an und du das Dünklere. Haben wir dann mit der Zeit sogar einander noch ein WhatsApp gemacht, kurz vor dem Eintreffen am Hechtplatz. Was leistest du heute an? Weil wir haben ja sowieso so angelegt, wie wir nachher auf die Bühne gegangen sind. Genau. Ich muss das vielleicht kurz erklären für alle, die noch nie so ein Nightmaking gesehen haben. Weil wir absolut fool gesehen sind und auch als uns selber haben dürfen auftreten, ja, genau. Ist wirklich so gesehen. Ich ziehe mich sicher nicht nochmal um, nein, sondern ich komme einfach so, wenn ich auf die Bühne gehe. Aber kann. Wir haben uns einfach auch selber können spielen, das ist ja besonders lässig. Also es ist wie ein Märchen, wo es am Nachmittag für Kinder spielt, spielt es am Abend für die Erwachsenen, mit so ein bisschen derberen Sprüchen. Yeah. Und dann plötzlich wird der königliche Hof unterbrochen von einem Hofnarr, das wärst denn du gewesen. Gerade wollte ich sagen, weißt, ich habe nicht mich selber gespielt, ich habe einen Hofnarr gespielt. Genau. Und ich habe den Radioreporter gespielt, der einfach kurz, ich weiß gar nicht genau, ich habe einfach etwas kommentiert. Und ja, wie heisst das Toastspiel? Toast Widmer. Genau. Origineller Name. Origineller Name. Das hast du mit der Prinzessin, glaube ich, gespielt, oder irgendwie so. Ja, oder genau. Mit dem König. Ne? Ja, mit dem König. Oder mit dem, ich weiß gar nicht mehr. Aber wir haben das Spiel gespielt, genau. Und das ist so lustig, wenn du die völlig überzeichneten Merle-Figuren hast, in voller Montur, die schminken sich dann zum Teil irgendwie eineinhalb Stunden. Weißt du, das ist so mega schlecht zu wissen. Ja, stimmt. Dass du so mit dem Jeanshemmli rein. Und wir sind irgendwie so um 10 vor 8 reingelaufen, um 8 ist es losgegangen. Und die sind schon seit 2 Stunden am Schminken. Und kannst du mir schnell die Perücke ziehen und so? Die haben einen Wahnsinnsjob. Ich meine, die haben irgendwie innerhalb von 2 Tagen den ganzen Text müssen neu lernen. Der Text kommt ja, glaube aber relativ kurzfristig, weil wir es möglichst aktuell an die Aktualität anpassen. Und ja, dann haben die innerhalb von 2 Tagen müssen, die haben ja schon einen Märchen Text gehabt, haben dann müssen nochmal neu lernen. Und dann irgendwie ist die Premiere schon gewesen. Und die müssen immer am Nachmittag völlig ein anderes Stück spielen als am Abend, obwohl sie gleich aussehen. Und genau. Ja, ja. Und dann hat es so blöde Zeitsprünge, wo dann irgendwie
im normalen Märchen würde es dann dort weitergehen, aber im Märchen für Erwachsene genau. Kommt dann auf einmal eben der Widmer rein mit dem Mikrofon und sagt, so, jetzt spielen wir Toast Widmer. Was eben der originelle Name. Es kommt eben von meinem Vorgänger. Der Patrick Hässig war der Radio 24 Aufstellermoderator vor mir. Yeah. Und dort war es noch lustig, Toast Hässig. Aha, so. Ja, zwar. Mal, das ist ja. Ja. Sehr lustig. Nein, das war eine gute Zeit in diesem Nightmarket. Ich finde das irgendwie auch lustig. Ich meine, die machen ja so viel mit, wo irgendwie, also Silvia Steiner, unsere Regierungsratspräsidentin von Zürich, die hat ja letztes Jahr mitgemacht. Es haben viele schon mitgemacht. Ja. Also das Jahr haben sie es jetzt, glaube ich, gar nicht gemacht. Nein, natürlich nicht. Wieso? Ja. Nein. Und es haben wirklich, es haben alle möglichen, ja, aus eben Politik. Und bei uns sind noch Dings gesehen, Terminik, wo sie noch zusammen gesehen sind. Stimmt. Die sind, gell, ja, das habe ich mitbekommen, irgendwie auf Insta. Ich glaube, sie sind nicht, ja, aber im Guten natürlich. Im Guten Trend. Im Guten. Und das ist schön. Mein Highlight, wirklich mein Highlight bei dem ganzen Nightmärchen ist gesehen, bist du mitbeteiligt gesehen. Was? Also die Vorgeschichte ist nicht schön. Der eine Schauspieler, der Daniel Bill, der hatte einen Unfall gehabt, wo er ist geritten mit dem Ross. Er ist vom Ross gefallen. Ja, und hat sich die Hüfte gebrochen gehabt, oder irgend so etwas. Ja, genau. Und dann hat es ein Notfallszenario gegeben, sondergleichen. Der Erich Fock, der eigentlich nur Regie gemacht hat, in Affix und Schlussstrich nur Regie, ist gerade irgendwie in London gesehen und hat dann den Flug umgebucht, ist am Samstagmorgen angeflogen, hat also die ganze Nacht den Text gelernt. Mhm. Hat dann ab Mittag schon das normale Märchen gespielt und so oben dann mit uns das Nightmärchen. Also nochmal einen anderen Text, genau. Zwei Texte, ja. Innerhalb von einer Nacht durchgeballert. So, das stell dir und, mal vor. Und dann noch die Figur gespielt, etc. etc. Mhm. Und was krass war, völlig andere Statur, völlig andere Stimme, Farbe, Höhe, das ganze Programm. So. Also selbst wenn du das gleiche Make-up drauf hast, hast du gemerkt, das ist doch ein komplett anderer Mensch. Mhm. Ja. Bis auf Dominik Rinderknecht, der ganz oben lang auf der Bühne gestanden ist mit ihm und wo er dann nachher in der Garderobe sich so die Perücken abzieht, sagt sie, ah, das bist du gewesen. Hat sie jetzt gar nicht mitgekriegt. Und dann kommst du aber du ins Spiel und du hast sie, glaube ich, retten. Du so, aber du hast jetzt nicht ernsthaft ganz oben gemeint, dass es der Daniel ist. Und sie, doch, so lustig. Also Erich schafft es nicht nur, innerhalb von 24 Stunden komplett neue Rolle zu lernen, sondern ebenfalls auch noch den anderen zu imitieren, der die Rolle gespielt hat. Das kann auch Erich Fock. Nein, hat er nicht. Er hat ja eine eigene Version daraus gemacht. Ja, aber es ist, ja, stimmt. Krass. Nein, es ist oft zu mir gesehen, es hat glaube ich, einfach... es gibt Menschen, die achten sich mehr auf andere. Und dann gibt es Menschen, die achten sich weniger auf andere, ja. Sondern nur einfach aufs Handy und in den Spiegel. So. Nein, aber das Verrückte ist ja, dass man im Theater und in der Unterhaltungsszene sofort muss irgendwie spontan reagieren. Das hast du auch letztens müssen machen. Du bist ja auch gut, du hast dann gar nicht mehr können retten, dort, wo du leider hast müssen ins Spital gehen. Dann hat es einfach keine Aufführung gegeben. Was machst du, wenn du irgendwie wenn du mega Kopf hast oder irgendwie komplett, also wenn du nur so halbpatzig auf der Bühne kannst stehen? Ich weiß nicht, wie das in Zukunft wird sein. Gut, wenn dann Impfung rum ist und so, dann ist es wieder, glaube ich, kein Thema mehr. Aber also das Jahr habe ich so zum Teil gedacht, in vielen Situationen hat man wahrscheinlich die Vorstellung absagen, früher vor allem beim Theaterspielen. Mhm. Da habe ich weiß noch, je Nacht, irgendwie 26. Dezember, haben wir Theater gespielt und ich habe irgendwie 40 Grad Fieber gehabt. Und dann bist du wirklich völlig im Film. Und es geht eben, das ist das Krasse. Du kannst dann gleich zwei Stunden auf der Bühne stehen, du bist einfach so... Du hast wirklich das Gefühl, es ist so eine Out-of-Body-Experience. Ja. Du hast das Gefühl, du schaust dir selber zu, wie du spielst. Die volle Energie, volle die zwei so, Stunden. Du bist so völlig eigentlich verballert mit dem Fieber. Und nachher kannst du kaum noch stehen. So. Und eben, das ist dort normal gewesen. Die eine, die Hedi Kaufmann, die ist jetzt, man sagt das Alter nicht, nein, aber es ist eine ältere Dame. Und die hat auch irgendwie so kurz vor Neujahr, kurz vor Silvester. Glatteis am Morgen, ausgerutscht, irgendwie, ich weiß nicht mehr genau welcher Teil, Elle oder irgendetwas am Arm gebrochen. Irgendwie 8 Stunden im Notfall gesehen, gewartet, bis sie drankommt. Durch das haben wir die eine Probe abgesagt, zu oben, aber haben wir trotzdem gespielt.
Und dann ist wirklich noch der eine, der Arzt ist dann noch vorbeigekommen, hat so quasi im Theater, hat er schnell die Röntgen gebildet, so gegen das Licht gehabt. Und so, ja, das machen wir dann so operativ, mit so einem Draht und so. Und sie hat irgendeine so eine Gips gehabt, so eine provisorische. Und dann haben wir zwei, drei Sachen müssen im Stück umstellen, von wegen, ja, der Kochtopf, da kann sie nicht übertragen, das müssen wir dann schnell machen und irgendwie so. Und die hat gespielt. Und es ist gegangen. Ja, und da denke ich eben so, im 2020 habe ich dann überlegt, so, wenn du 40 Grad Fieber hast, gut, dann, geht's nicht mehr. Dann spielst du wahrscheinlich nicht im Theater. So. Nein. Aber wahrscheinlich in zwei Jahren ist es wieder normal. Ja. Die Leute haben immer gesagt, oh, das Gleiche mit dem Geschäft, oder? Du bist auch ab und zu ein bisschen verkältet ins Geschäft und so. Das hast du jetzt alles das Jahr oder hast das Jahr nicht gemacht. Ja, ja, klar. Und gerade Quarantäne, du gehst weg, habt ihr euch gesehen in den letzten zwei Tagen und so weiter und so fort, oder? Das ist schon krass, ja. Aber wir haben, das ist ein absoluter wir sind ja so eine Leistungsgesellschaft geworden, dass wir irgendwie nicht mehr hätte krank sein, was ich ja völlig absurd gefunden habe. Also, und auch keine Ferien mehr haben, sozusagen. Ja, stimmt, genau. Und ich bin ja in der Quarantäne gewesen, jetzt kürzlich. Ja. Yeah. Also komplett symptomfrei, aber ich habe mit dem... Ich habe es nachgegessen mit einer Kollegin und es waren ein paar andere dabei gewesen. Und dann sagt sie, und dann haben wir irgendwie noch lange miteinander geredet, sondern sagt sie zwei Tage später schreibt sie mir das SMS, ja, sie hat jetzt gestern Symptome entwickelt, hat sich heute testen lassen, sich positiv. Sie wünschen mir auch eine gute Quarantäne. Und zuerst schaust du das Handy, habe ich das Essen gesagt, ja, aber gut, also, ich habe ja nicht so lange mit ihr. Mal ist über eine Viertelstunde gewesen. Ja, wir haben ja Masken zuerst. Nein, wir haben doch keine Masken gehabt. So. Und irgendwann hast du schon realisiert, okay, das heisst jetzt in dem Fall nicht ganz 10 Tage, 8 Tage, weil es zählt ja ab dem, wo du effektiv die Person getroffen hast. Also am Samstag habe ich sie gesehen, am Ende hat sie mir das geschrieben, ich habe dann noch 8 Tage müssen in die Quarantäne. Yeah. Und am Anfang so völlig so in dem Groove, nein, ich muss ja das absagen und das geht dann nicht mehr und so weiter und so fort. Nach dem zweiten Tag war das eine mega schöne Woche. Weil ich einfach keine Termine mehr hatte und irgendwie konnte meinen Tag so gestalten. Ich habe jeden Tag aufgestanden, habe gelesen, dann habe ich habe Pilates entdeckt für mich. Oh. Ich habe ein Brot backen, ich kann ein bisschen Gitarre spielen. Also langsam habe ich das Gefühl, du verarschst mich. Nein, es ist wirklich wahr! Es ist wirklich wahr! Ich musste noch viel arbeiten, so nebenan, aber irgendwie habe ich wie gefunden. Und darum, eben, wenn du sagst Ferien, das ist eben sich auch nicht mehr gegönnt. Und irgendwie die ganze Zeit eben irgendwie völlig müssen abliefern. Und in diesen 8 Tagen konnte ich einfach mal rasch zurücklehnen. Meinst du, ich soll mal schnell eine Quarantäne inszenieren? Einfach mal schnell, über Weihnachten? Einfach mal schnell sagen. Nein, über Weihnachten wäre doof, oder? Du hast keine Termine. Ja. Einfach nichts. Stimmt. Apropos. Ich habe einfach noch etwas mitgebracht. Moment. Ich bin doch dein Wichtel. Alles Gute zum Advent. Dunkle Schokolade. Für alle, die es hören, man müsste sein Gesicht sehen. Schon dunkle Schokolade mit Zuckerfondant-Füllung. Und das ist komische, was ist das? Ist das eine Maus? Es sind so? Schokimüs. Ah. Ist das für dich nicht eine Kindheitserinnerung? Ah, Schokimüs. Na gut, okay, das ist danke vielmals. Nee, mit dieser Zuckerfüllung. Blau, weiß, ja, orange, pink. Gut, wir lernen. Ich will nicht zu viel Lärm machen, weißt du? Ist wieder mit. Meine Großmutter hat die damals immer mitgebracht und meine Eltern erzählen heute noch die Geschichte, dass ich einmal gesehen, wenn meine Großmutter zur Tür reinkommt, ist egal zu welcher Jahreszeit, habe ich immer gerufen, Schokimus ist wieder da. Also ich bin so Fan von diesen Schokimus. Aber behalt sie doch, wenn du so fährst. Du bist ja dem. Ist gut, merci. Du bist gar nicht so. Bist du nicht so Weihnachten? Bist du gar nicht so in Advents- und Weihnachtsstimmung? Das geht bei mir immer wirklich nur so. Es muss sicher schon etwas mit 20 sein im Dezember. Aha. 20. 21. 22. Irgendwann dort rum. So. Mhm. Und das Jahr ist eh noch speziell, weil meistens ist es gesehen, wenn wir so mit unseren im Freundeskreis machen wir so ein Weihnachtsessen. 14 Dudes. Ja. Eher einfachen Gemüses. So ja, also Basler. Die meisten, ja. Die meisten. Und gehen in unsere Stammbeiz und zuerst eben eigentlich an den Weihnachtsmarkt, ein paar Glühwein und so. Und darum habe ich jetzt überlegt, wie kann man das umschreiben, dass es noch halbwegs elegant tönt. Nein, ich denke, Dudes ist so ein guter Mittelweg. So. Ja, das sind Dudes. Und das ja fällt das natürlich alles weg.
Aber dort ist man eigentlich meistens schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen. Das ist so meistens so eine Initialzündung gesehen. Haben Sie gewichtelt? Nein. Also, das ist alles viel. Aber gell, was auch noch dazu kommt, ich bin selbstständig, das heisst, ich bin ja nicht mehr, früher, als ich auch noch beim Radio gesehen bin, da hast du einen anderen Groove, weil klar, einerseits spielst du die ganze Zeit Last Christmas ab, genau. Und vor allem aber eben auch, es gibt Gewichtel und irgendwann wird mal da noch dekoriert und dann heisst es, können bitte alle schnell helfen, damit es schneller geht und die Menschen vom Empfang sind meistens sehr bedacht darauf, dass dann irgendwie noch etwas Zusätzliches passiert. Und mega so. Schön, ja. Und das ist mega schön und das hilft dir natürlich, in Stimmung zu kommen. Das stimmt, das haben wir noch nie so überlegt. Wir reden auch über die Lucy an der Bahnhofstrasse Zürich, wenn sie angezündet wird. Und berichtet so drüber. Yeah, das ist ja so ein Event. Die Leute stehen ja so an der Bahnhof. Gut, das hat es das Jahr eben extra nicht gegeben. Sie haben es ja extra um 4 Uhr am Nachmittag, nicht um 6 Uhr am Abend angezündet. Damit dass niemand es nicht sieht. Aha. Dass niemand kommt. Okay. Und dann ist es erst nachher eingedunkelt. Aber normalerweise ist das so ein Event und am nächsten Morgen reden wir darüber. Ja, wie ist es? Wie ist die Lucy das Jahr aufgehängt? Das ist immer gleich. Das ist total spannend. Aber wir haben ja eh das Radiomachen. Sie leuchtet. Das Radiomachen in diesem Jahr ist eh spannend. Ich meine, wir machen ja so Reportage jetzt aus dem Coiffeursalon, wenn es erst mal wieder Haar geschnitten werden nach dem Lockdown. Oder weißt du, das sind. Mit Maske? Mit Maske. Wisst ihr genau. Ja, es kommt toll, das ist ganz toll. Ja, wenn man mein Haar kann schneiden. Ja, es ist das gleiche, wie wenn Dentalhygieniker mit dir reden. Das sind genau die gleichen Momente. Nein, also wirklich, es ist so ein absurdes Jahr. Und von dem her ist irgendwie die Berichterstattung komplett anders geworden. Logischerweise, weil plötzlich alles anders und neu ist. Logischerweise. Wobei gehen wandern sind oder trotzdem? Genau, wir haben das geht ja, bist ja draußen. Ja. Hast du die Mikrofon dabei? Das, im September ist das irgendwie dann noch. Im September ist es ja wie vergessen gewesen. Ja, September. Das ist wirklich so. Das haben wir ja immer so etwas gehabt. Ja, wirklich. Yeah. Ich weiss, ich habe eine Geburtstagsparty gemacht, 30 Leute im Garten draußen und so. Sorry, ja, shit, ich merke jetzt gar nicht. Du bist nicht dabei gewesen. Du bist, ist okay. Nein. Hast du mich nicht sogar eingeladen und ich kann nicht können? Stimmt, doch. Jetzt, was du sagst. Ich glaube wirklich. Jetzt, so aber dort war halt wirklich auch so Planung. Ich weiss, wir sind im 2020 und es ist alles kurzfristig. Aber irgendwie einen Tag vorher zu sagen, dass, oder ich glaube am Tag selber, hey, heute so oben. Stimmt, aber es ist wirklich. Das geht dann auch nicht. Weil ja, das ist bei mir dann gerade der Plan. Ja, aber es hätte ja können sein, dass du wie so irgendwie gefunden hättest, ja gut, ich komme nachher noch rasch gestoßen dazu. Das ist wie so ein bisschen spontan. Habe ich ja wollen, aber ich habe in Quarantäne müssen. Ja, du ausrufst für alles, das Jahr. Weißt du, bist du dort dabei? Nein, in der Quarantäne gewesen. Ja. Früher war es ja viel schwieriger, gewesen, auch die richtige Ausrede zu finden. Habe ich schon erlebt mit Leuten, weißt, wo irgendwie zwei Menschen sagen zusammen ab sozusagen. Ja. Und dann sagt die eine Person, hey, es tut mir mega leid, dass wir halt schon abgemacht haben. Und die andere Person sagt, ja, es ist mega blöd, dass ich jetzt die Magen-Darm-Grippe habe. Hast du aber gesehen, so Ausreden gebracht? Nein, sonst die habe ich gehört. Ah, die hast du gehört. Aber und wie dann, hast du es gemacht, wenn du etwas nicht machen wolltest? Ah, ich meine, das finde ich jetzt bin wirklich mega schwer in dem. Ich auch. Sondern ich gehe dann einfach meistens und bin angepisst. Und schießt sie mega an, ja. Aber man macht es halt, wie man es machen muss. Ja. Das ist eigentlich das Schlimmste. Strategie. Das ist eigentlich das Schlimmste, weil ich habe schon Menschen gehabt, die mir gesagt haben, hey, ich treffe dich heute nicht, weil ganz ehrlich, ich habe keine Lust und das wäre für niemals toll. Und ich habe das Geilste gefunden, was ich so gefunden habe. Ja. Mega gut. Ja. Das ist das Ehrlichste, was man kann sagen. Und ja, ich habe keinen Bock, dich jetzt zu sehen, wenn du angepisst bist. Ja, stimmt. Es wäre für niemand toll, das ist noch schön. Ja. Weil dann ist es wie so, doch weil etwas Gemeinschaft. Hilft mir ja auch nicht. Es hilft mir ja auch nicht, wenn es dir scheiße geht und du mich nicht willst sehen. So. Und ich schaffe das nicht, sondern ich bin dann so, ah, Gott, ja, dann halt. Und dann hat mich so abgepisst. Aber natürlich gibt es auch Öben, weißt du, wo dann umso schöner werden. Ja, ja, klar, das sind ja dann die schönsten Übungen. Wenn es so überraschend kommt, am Anfang willst du nicht und dann merkst du, ah, das ist doch gut, wenn dich kannst du darauf einlassen. Aber du bist ja so ein Typ, weißt du, der so gern, ich sage jetzt mal, den Menschen gefällt und eben niemand will irgendwie. Ich bin mega harmoniesüchtig. Weh du. Ich habe mega Mühe, wenn wir jetzt irgendwie etwas Unausgesprochenes hätten und es würde etwas zwischen uns stehen, dann würde ich dir anrufen, bevor ich ins Bett gehe. Glaub. Sturm. Gut, das machst du ja sonst. Stimmt. Aber dann hätte ich wirklich effektives Anliegen. Nein, es ist mir wirklich wichtig, dass ich irgendwie. Aber das ist ja noch.
das macht auch noch so ein bisschen nervös. Auch. Ich finde das eine Eigenschaft, die zwar schön ist, wenn man es irgendwie gut haben mit den Menschen, aber es ist natürlich auch ein Kampf. Es ist stressig, gell? Also ich kann schon mit Leuten, ich muss nicht mit allen, es müssen mich auch nicht alle mögen, und das geht überhaupt nicht. Es geht mehr darum, dass irgendwie so, dass ich die Leute nicht vor den Kopf stoßen. Mhm. Und ich finde es darum eben wahrscheinlich auch so entspannt, oder auch während dem Lockdown entspannt gefunden, dass man wirklich sagen kann, hey, look, nein, jetzt momentan ist gar nicht Zeit. Ja. Weil es ist ja dann auch so, das weisst du auch, man hat ja dann relativ viel los und ist am Abend noch beschäftigt und am nächsten Morgen, meine, die Morgenshow fährt ja nach wie vor um 5 Uhr an und ich stehe irgendwie um 3, 4 auf. Und das ist, gut, das, ja. Das kann ich natürlich als Ausrede bringen, aber gleichzeitig, ja, habe ich mich schon gefragt, was ist eigentlich das oder weißt du, wenn du wirklich, ich hatte mit dem Johnny Fischer, der ist ja auch schon da gewesen, darüber geredet auf der Bühne, wir hatten so einen kleinen Tag gehabt, im Oktober, im Burgbachkeller, wo du ja deinen letzten Auftritt vor dem Lockdown gehabt hast. Richtig. Im Zucker Burgbachkeller. Du bist informiert, Dominik, das ist Wahnsinn. Vor 13 Leuten. Ja? Ja, mach schnell den anderen Satz fertig. Ja. Also, dann haben Johnny und du. Und dann haben wir irgendwie. Die Idee ist, ich bin ja zu Zug aufgewachsen und ich rede wie so mit Zuckerinnen und Zuckerpersönlichkeiten. Jemand ist immer so ein bisschen. Eine bekannte Persönlichkeit, das war zuerst mal der Johnny Fischer, der Divertimento. Dann kommt jemand aus Zug, der eine spannende Geschichte hat, wie die Schwester Rosmarie vom Menzinger Kloster, die erzählt hat. Wir sind dann so auf der Bühne, haben eine Stube eingerichtet. Und dann kommt jemand aus dem Publikum. Und nebendran spielt eine Zuckerband. Und jeden Abend ist dann so ein Auszug aus Zug, aber jedes Mal wieder anders. Und die Show hast du dreimal können machen. Und einmal. Dann sind die Leute ausgegangen. Einmal. Du wärst. Zug wird unterschätzt. Nein, jetzt der Elsie kannst du noch nehmen. Voilà. Und der Marco Rima. Der Marco Rima, richtig. Und da hast du ein sehr, sehr spezielles Publikum momentan. Ja. Ja. Nein, es gibt schon noch zwei, drei andere Züge. Martina Hingis wohnt zum Beispiel bei uns. Aha, wenn sie dort wohnen. Der Röbi Koller ist Zug aufgewachsen. Alle Steuerflüchtlinge kannst du dann einladen. Genau, ja. Es gibt dann noch spannende Leute aus der Wirtschaft. Es gibt ganz spannende Briefkästen, die du auch einladen kannst. Item. Yeah. Auf jeden Fall ist dann das Gesprächsthema plötzlich auf das gelaufen, wie man dann absagt, wenn man überhaupt keine Lust hat. Und ich habe wirklich den Joy gefragt, ja, wenn ich jetzt dich zum Znacht einladen würde. Yeah. Und du fängst so, hey, nein, also... Es war schon Johnny schön gewesen an diesem Abend, aber wir müssen jetzt nicht irgendwie, das ist irgendeine professionelle Zusammenarbeit jetzt auf dieser Bühne, wir müssen jetzt das nicht irgendwie zu einer Freundschaft machen. Darf ich roten? Würdest du denn das sagen, oder? Das ist meine Frage. Er würde sagen, der Johnny würde es wahrscheinlich, würde es schaffen? Man kann es übrigens schauen auf heutezugast.ch. Sehr ich das gut, ja, natürlich. Dann musst du nicht einfach draußen, aber ja. Genau. Das machen wir bei uns, habe ich gesagt. Heute zu Gast haben wir die ganze Premiere online gestellt. Das war ja wirklich die Premiere, nachher hat es nie mehr stattgefunden. Das kenne ich, ja. Nein, er sagt einerseits, er hat mit 40 gelernt, irgendwie direkter zu sein und ehrlicher. Und will mit sich selber ehrlich sein und ehrlich mit den Mitmenschen. Und darum, auf das habe ich die Frage gestellt. Und er hat gesagt, ja, also wenn er würde wissen, dass ich es verkraften würde, dann würde er mir das schon sagen, irgendwie. So, aber auf gut formuliert. Und wenn er merke, dass jemand das nicht verkraften würde, dann würde er die Person schützen, indem er sagt, sorry, wirklich, ich habe momentan ganz schlecht, keine Zeit. Irgendwie so. Und... Ja, man hätte dann als empathische Persönlichkeit immer noch irgendeine Verantwortung gegenüber von anderen Menschen. Und das ist schon meine Schwierigkeit, ich will die Leute nicht vor den Kopf stoßen. Ich weiß, was du meinst. Das habe ich mir noch gar nicht überlegt. Es ist natürlich schwierig, weil eben wie urteilst du denn? Weil es gibt ja gewisse Leute, weißt, die dann es eben vielleicht mega gut verkraften und viel empfindlicher sind, wenn sie merken, dass man eigentlich liegt, wenn man sagt, ich habe keine Zeit. Ja. Und so weiter und so fort. Nein, voll. Ich finde, eigentlich muss man ehrlich sein. Und man, also das ist das Grosse. Das ist, glaube ich, mein Vorsatz für das 21. Ein Stück weit. Das ist so ein bisschen dort irgendwie. Ich meine, es ist ja das auch, wenn man empathisch ist, ist das wunderbar. Aber es gibt so eine Art von Überempathie, was ich an mir irgendwie immer wieder erkenne. Ja, ja. Ah, der denkt jetzt sicher das. Ja. Das Projizieren, dann wird es schwierig. Das ist so krass. Dann wird es ganz schwierig, wenn man einfach projizieren. Und dann bist du auch so in anderen Schnittmengen rein, beziehungsweise du denkst irgendwie für andere. Und kannst du gar nicht, die haben ja alle ihre eigene Wahrheit. Wir haben ja alle unsere eigene Wahrheiten. Oder? Vor allem im 2020. Ja, genau. Hä,
hey man, wir haben alle unsere eigenen Wahrheiten. Hey, jede Meinung ist im Fall auch ein Fakt. Urschlimm. Urschlimm. Ja. Mal Freunde von mir haben Geburtstag gefeiert und danach hat sind Brüder und dann hat der eine gesagt, wo die Party sich aufgelöst hat, ich glaube sogar wegen der Polizei, hat er gesagt, jetzt gehen wir noch weiter. Und zwar, ich kenne das in einer coolen Ort, lalala. Natürlich ist es ein halb besetztes Haus gesehen, so komplett illegal. Und es ist aber eigentlich wirklich, es hat so gewirkt wie irgendein Club in Berlin. Weil wirklich, du hast so mehrere Floors gehabt und irgendwie überall ist so Zeugs gegangen. Und einfach so der ganze Hinterhof ist beschallt worden. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie viel dort wirklich Miete zahlen und so, aber es hat auf jeden Fall niemand gestört, dass dort so Party ist. Oder? Und dann laufen wir in der einen Raum rein, das ist irgendwie, weiß ich mal, Reggae oder so gelaufen. Und dann rastet einer komplett aus, aha, weil er irgendwie mich mal auf einem Plakat gesehen hat oder vielleicht noch früher am Fernsehen oder was weiß ich. Ich glaube, es ist sogar das Fernsehen gesehen, doch. Geil. Und ist komplett ausgerastet und gesagt, verpiss dich von da und Zeugs und Sachen. Und dann ist mein Kollege, Hätte ich nicht mögen? Nein. Ich wollte ausgerastet im positiven Sinn. Nein, nicht ausgerastet im positiven Sinn. Fähren und Autogramme. Sondern, nein, eben, verpiss dich von da. Wir wollen nichts mit Medien, la la la. Mein anderer Kollege, den du gut kennst, vom Militär, der wollte so dazwischen gehen, um ihn ein bisschen beruhigen. Dann ist er zuerst kurz entspannt und er kennt ihn auch. Rastet nochmal aus und du, und fick dich! Der ist ja noch viel mehr in den Medien. So, la la la. Mhm. Und der eine, der dann eben dabei war, von diesen Brüdern, der hat dann irgendwie mit dem das Gespräch gesucht und hat ihn so ein bisschen zusammengeschissen und gesagt, was soll das eigentlich? Ich will da mit Freunden raus und so und die mache ich ja gar nicht, bla bla bla. Und dann ist es wirklich absurd geworden, weil der andere, der komplett ausgerastet ist, der sagt dann nachher zu ihm, ich verstand deine Wut. Und ich finde es wichtig, dass wir das jetzt ausdiskutieren. Und so. in dem Moment bin ich dann so langsam weggelaufen, wenn ich gefunden habe, komm, das ist mir jetzt blöd. Nein, zulassen. Zulassen und Anliegen einmal anlassen. Spannend kann das ja sein. Ja, ja, also ich habe zuerst mit ihm es natürlich schon ausdiskutiert. Ja. Aber es ist dann wirklich irgendwann also, so extrem, so, eben, ich spüre dich und du spürst mich und wir spüren uns alle. Aber du bist ja zuerst einfach mal grundlos ausgerastet, einfach weil du mein Gesicht mal nicht mehr gesehen hast. Obwohl ich bin, das ist ja dann das, was ich mit ihm diskutiert habe, und ich habe früher bei einem Jugendfernsehen geschafft, wo sehr wohl eher eure Anliegen noch publik gemacht hat, als das Gegenteil, weißt? Mhm. Aber es ist halt einfach, früher ist das auch zum Teil bei Fußballfans gesehen, weißt, einfach irgendwie, sobald etwas mit Medien in Verbindung gebracht wird, ist es ja, genau, negativ. Ja, bei diesen Kurven. Mhm. Ja, definitiv. Das kannst, ja. Und du meinst, im Jahr 2020 hat sich das jetzt ein bisschen, die Dynamik hat sich noch ein bisschen verstärkt. Wahrscheinlich. Also vielleicht nicht genau die Dynamik, aber eben mit irgendwie jede Meinung und das ist ja so, schon sehr spürbar gewesen jetzt. Aber wäre jetzt der Ausraster nicht passiert, wenn Corona nicht gewesen wäre? Das war vor Corona gesehen. Ah, das war vor Corona gesehen. Aha, er hätte dich nicht in Verbindung gebracht mit der Lügenpresse. Nein, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht, einfach, sondern einfach grundsätzlich schon. Eben Medien. Scheiße. Ja, klar. Ja, eben. Aber vor allem, ich habe dann sagen, also, vor allem, ich mache seit irgendwie 5 Jahren hauptberuflich Comedy. Ja, und im Podcast heißt Feel Good, oder? Ich meine, im Endeffekt. Ja, das stimmt. Dort habe ich den, glaube ich, noch nicht gehabt. Zum Podcast. Aber du machst ja Podcast. Aber du bist auf die Idee gekommen. Du machst ja, ja Podcast. Ja, wer macht keinen Podcast? Jahr 2020. Noch viel. Aber die haben also warte jetzt, vorher hast du keinen gehabt und die haben angefangen während Corona. Wir haben mal uns überlegt, wir haben letztes Jahr mal irgendwie so einen Pilot gemacht und haben gefunden, wir könnten doch mal einen Podcast machen. Das ist doch jetzt so en vogue. Also Yvonne Eisenring en vogue, und du. Ist eigentlich noch en vogue. Das Wort en vogue. Kann man das so sagen? Ist ja gleich. Ja, Yvonne Eisenring ist eine Freundin von mir. Man kennt sie, weil sie auch schon Bücher geschrieben hat und auch schon lange beim Fernsehen geschafft. Und ein Theaterstück, irgendwann jetzt dann tatsächlich vielleicht hoffentlich mal nächsten Frühling oder so. Ja, im nächsten Frühling wäre die Idee im Casino Theater Winterthur. Grab and by the Penis heisst es. Ja. Und dann und auch einen Podcast schon gemacht hat. Ja, richtig. Selber. Wahrheit, Eisenring und... Wahrheit, Wein. Wahrheit. Wahrheit. Wahrheit, genau. Yeah. Und Eisenbricht, so.
Also, aber wir zusammen haben wir gefunden, am ersten Tag vom Lockdown, komm, jetzt machen wir es. Und dann haben wir uns zugeschaltet über Zoom und haben es aufgezeichnet. Und so hat sich das entwickelt. Dann haben wir jeden Tag haben wir wie miteinander geredet. Ja. Das heisst Freundschaft in Zeiten der Corona. Mhm. Machen wir das jetzt noch? Ja, jetzt bin ich ein bisschen Kadenz abgeschraubt. Das machen wir noch alle zwei Wochen. Ah, dort noch täglich. Wir machen es so viel, wie es die Welle vorgibt. Yeah. Erste Welle jeden Tag, zweite Welle alle zwei Wochen. Mm. Nein, es geht nicht ganz so, aber es ist ja gleich. Auf jeden Fall, ja, es ist dann, jetzt mit der Zeit ist es dann schon noch, also du weißt, wie das ist. Man ist dann, das ist noch zeitaufwendig. Ja, yeah, definitiv. Also die Leute meinen immer, man bereitet sich nicht vor. Aber was wir jetzt hier miteinander telefoniert haben vor unserem Gespräch jetzt da und uns Zeug zurechtgelegt haben, Themen und brainstormt. Vor allem dann auch noch der genaue Ablauf. Und Mindmaps. Wie kommst du vom einen Thema zum nächsten? Ja, genau. Wie machst du Übergänge? Ist immer ganz wichtig. Mega, ja. Mega. Ja. Und was apropos, Autosticker. Nein. Was wollte ich sagen? Siehst du, jetzt habe ich mich selber rausgebracht. wegen Konzeptlosen. Nein, eben. Und darum, ja, machen wir jetzt den. Aber es ist lässig, ich finde es eben einen spannenden Podcast zu machen, jetzt gerade wenn man sich gewöhnt ist als Formatradio. Das kennst du auch noch ein bisschen. Yeah. Bei Energy hast du das auch gehabt? Ja, yeah. Obwohl Energy sehr wenig Format Nein, das ist Radio macht. Das ist klar, ja. Bei Energy ist es wirklich je Kami. Da kann man machen, was sehr, man will. Sehr anarchisch noch, ja. Weißt, wenn du mal Bock hast auf einen bestimmten Song, dann kannst du einfach spielen. Ja, komm mal, ein Klassiker von Led Zeppelin, wieso nicht? Nein, also für alle, die das nicht gewusst haben, wir beim Radio können die Musik nicht selber auswählen, seit ein paar wenigen Jahren. Das ist ja früher. Also meine Vorgänger, beziehungsweise mit den alten Hasen, die ich noch zusammengearbeitet habe, vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, haben immer von dieser Zeit geschwärmt, wie sie früher können Platten mitbringen konnten. Ja, mein Vater Röbi. Auch. Ja, die Vater natürlich auch. Ja, der hat erzählt, ja, weißt, dann bist du schnell rüber und hast ein paar Platten ausgesucht. Und dann hat er wirklich, er hat so Lieblingssongs gehabt, wo er gesagt hat, ich weiß nicht mehr, Easy von den Commodores und so Zeugs, ist einfach jedes Mal gelaufen. Eben, du hast jede Sendung, die du gehabt hast, hast du deine Songs laufen lassen. Und anhand von der Musik hast du herausgefunden, welcher Moderator gerade dran ist, auch wenn er nicht geredet hat. Und dann hat irgendein anderes gesehen, Earth, Wind & Fire. Weißt, ich habe daheim einen Plattenspieler, und dann habe ich irgendeine Earth, Wind & Fire Platte aufgelegt, wo du bei uns siehst. Und dann sagt er so, der Song, der ist perfekt gewesen, zum Sendung anfangen. Weißt du? Also kommst du dann so. Genau. So, oder? Du kannst noch ein Intro reden. Willkommen bei Radio Basilisk. So, oder? Nachmittag lang Musik, genau. Talk, was weiß ich. Und dann macht es. Und dann geht so ein Funk-Song rein. Und das haben sie. Ja, mit der Zeit hast du quasi. Wie Werkzeug gehabt, du hast genau gewusst, wenn du das Lied spielst, kannst du dort noch drüber schwätzen und so. Und das haben wir im Kleinen, beim Formatradio, hast du das dann mit irgendwie so, ich weiß noch, was ist ja, weil die Songs ja einmal wieder gespielt werden, immer die gleichen. Sido, aber du wärst sie einfach nicht selber. Habe ich genau gewusst, ich kann 7 Sekunden reden, dann drücke ich noch schnell das eine Dings, genau. Das ist Energy Downtown. Genau. Und dann hat von da an rappen. So, ja, genau. Ja, es gibt schon noch so zwei, drei coole Ramps, wo kannst du drüber reden. Also Ramps, ja. Eine Rampe. Hey, ja, Ramp, kannst du genau, eine Rampe bauen? Intro. Also dort, wenn der Sänger, die Sängerin noch nicht singt, dann kannst du irgendwie so ein Intro reden. Oder bei Eye of the Tiger, Survivor. Obwohl, der wird auch nicht, das ist auch nicht so aktuell. Also macht er noch. Hallo zusammen, guten Morgen. Schön, sind ihr dabei. Das gibt schon noch. Aber auf jeden Fall, ja. Eben, wir können die Musik nicht mehr selber wählen und wir können vor allem nicht bestimmen, wie lange dass wir etwas zu erzählen haben. Also es ist ja relativ klar, nach 1,5 bis 2 Minuten musst du gerade am Morgen ins nächste Lied, weil die Leute hören eben doch auch, vor allem, das ist noch interessant, auch mit Zitaten von Streamingdienst, Radio zu 80% wegen der Musik. Da sind wir natürlich, wir, die das Wort liefern, immer wahnsinnig enttäuscht, aber das ist einfach so. Und darum ist es viel mehr, als ich angefangen habe vor 15 Jahren, ist es viel mehr newslastig gewesen, infolastig. Wir haben ewig lange Beiträge gemacht und heute muss es einfach wirklich, also kürzt es ab, weil das Radio ist immer mehr das Begleiterradio und immer mehr so der gute Freund am Morgen, das Mood-Radio, aber informieren tust du dich halt anders. Yeah. Also klar, willst du so ein bisschen happy-wässig, so die Push-Nachricht-Kultur, die lebt auch bei uns, aber so richtig so die Härte, Echo oder Zeitbeiträge, die das ist wirklich niemand anders. Und darum ist ein Podcast noch spannend, weil man dann irgendwie mal in die Tiefe gehen kann.
Ja, und, mega. Und dann in die Augen schauen. Also ich bin einmal zu Gast gesehen und ich habe fast gefunden, wir hätten noch irgendwie 1,5 Stunden länger können machen. Stimmt. Also es ist ja dann lustigerweise, sogar bei einem Format wie einem Podcast, merke ich, die Leute sagen immer so, oh, das ist schon noch lang, aber sie hören trotzdem meistens die ganze Folge. Wirklich? Kommst du das so? Ja, das so? Ich sehe auch, wie... Du hörst wie lange, dass man etwas hört. Ja, und es ist der klassische das. Abfall in den ersten 5 Minuten oder was es ist. Dort geht es immer ein bisschen runter, auf was auch immer, 70-80%, irgendwann dort rum. Manchmal auch nur 60, aber immer in diesem Range. Und dann bleibt es eigentlich gerade bis zum Schluss. Also, und das heisst, es ist ein Bedürfnis, um effektiv sich wieder etwas länger zu widmen. Ja, und was ich vor allem merke, ist eben im Gespräch mit den Menschen, du kannst eine Stunde, kannst gut machen, das ist ja auch beim Fernsehen gibt es ja oft eine Stunde oder es gibt irgendwie Fokus und all das Zeug so, das ist so, alles ist mega gerne für eine Stunde timed. Ja. Ich merke aber huren oft, wie nach einer Stunde wie nochmal mehr passiert mit dem Gast. Also, dass du wie nochmal müde wird. Nein, ich weiß auch nicht, irgendwie, du kommst in einen anderen Mood, in eine andere Laberlaune. Es ist natürlich nicht genau eine Stunde, aber irgendwann hast du so wieder eine Grenze durchbrochen. Und ich merke es halt bei mir selber. Also weißt, irgendwann überlege ich auch nicht mehr ganz genau, was erzähle ich jetzt und was erzähle ich nicht. Und du denkst, wieso, ja, nach einer Stunde sind nur noch die dran, die wirklich mega Fan sind. Yeah. Also, wir haben schon mal davon gehabt, was Elijah, zum Beispiel der Büssi, da alles erzählt hat. Was hat er erzählt? Ja, sehr viel. Ich muss es hören. Die Folge habe ich jetzt nicht gehört, das ist die einzige. Und wir gesagt haben, wieso? Habt ihr es nicht gut miteinander? Nein, ich weiß nicht. Das ist die einzige Folge, die ich nicht gehört habe. Nein, ich kann einfach sagen, dass ich es immer höre. Natürlich. Nein, aber ich überlege mir eben, das ist ja die Diskussion, haben wir, glaube, das weiß ich noch, haben wir im Hechtplatz, dort, wo wir hinter der Bühne gewartet haben, auf unseren nächsten Kurzauftritt. Ja. Yeah. Beim Froschkönig haben wir eben das diskutiert. Und du hast dort schon gesagt, ich finde, du glaubst, die Länge kommt wieder zurück und die Leute werden sich wieder lange etwas widmen. Und ich finde, ich merke das schon auch bei mir, oder? Beim Kochen oder beim Joggen höre ich das gerne, aber ich jogge halt schon nicht 1,5 Stunden. Nein, aber du kannst ja trotzdem segmentieren. Das finde ich auch spannend. Ja, aber das mache ich zum Beispiel, das ist lustig, das machen viele, die erzählen, dass sie Podcasts hören, auch uns, machen das schon auch. Ich finde immer so, ich mag dann gar nicht mehr am nächsten Tag nochmal weiterhören. Aber eigentlich könnte man ja, weil das ist ja schön, man kann überall einsteigen. Genau. Ja, das stimmt. Also jetzt mache ich selber auch so. Weil es geht nicht immer genau auf, dass jetzt die Autofahrt so lange geht wie eine Folge und umgekehrt. Ja, und klar. Das hat ja die Zeitung 20 Minuten damals versucht. Das ist effektiv so. Dass du quasi in 20 Minuten das ganze Ding durchblättert. Genau, und sie haben wirklich so den Durchschnitt genommen von den Pendlerinnen und Pendlern in der Schweiz. Mhm. Wie lange das die fahren. Ja. Im Auto. Und Zeitung lesen dazu. Zeitung lesen. Ja. Das Velofahren nicht vergessen. Ja, natürlich habe ich vergessen. Ja. Nein, aber zu eurem Podcast zurückkommen, was ich lustigerweise nicht verstanden habe, ist... Ich lieb's. Also wir sind hier im Kreis 4 in so Zürich. Geil. Vielleicht haben wir es gehört im Hintergrund. Es wird geschrien auf der Straße. Wie immer? Was passiert? Ich sehe ihn nicht, leider. Wieso wie immer? Es ist ein rauches Viertel da. Es ist doch in der Nähe vom Helvetiaplatz. Es ist geil. Und übrigens, ich suche eine Wohnung und ich könnte mir das noch vorstellen, dass ich die da lässig finde. Du eine Wohnung? Nicht gerade da, aber... Wie lang hast du noch das Studio? Bis Ende März. Christoph, bis Ende März. Christoph, ich habe dir ein Wichtelgeschenk mitgebracht. Schokimäuse, die sind für dich. Okay, wir reden so. So schön. Kannst du ein gutes Wort einlegen? Nein, jetzt Zürich Wohnung suche ich, sag den Fall. Kennst du es? Nein. Also ich kenne die Basler Wohnung suchen und habe mir sagen lassen, es ist überall schwierig und schlimm. Ja, klar. Aber in Zürich habe ich letztens eine wirklich abgeschrägte Dachwohnung. Klar ist es irgendwie in der Nähe vom Mieterplatz, was eigentlich noch ein lässiger Ort ist. 35 Quadratmeter für 2050 Franken. Ja. Du hast etwas fürs Geld, oder? Ja, wirklich. Ja. Das ist das Einzige, was mir mal...
Kollege Max Baumann. Jawohl, Kollege Max. Kollege Max. Der hat mal einen neuen Zimmerkumpan gesucht. Also Mitbewohner bei der einen WG, damals irgendwie Escherwiesplatz oder so. Und ich immer so die Idee gehabt, ich fand noch ein Zimmer in Zürich toll. Oder? Und ich habe natürlich nie den Preis gefragt, sondern einfach so, ah was, das Zimmer ist bei euch frei. Ja, voll geil, ich komme es mal anschauen. Das war ja der Heinrichstrasse, glaube ich. Und dann gehst du rein, alles top modern, schön, große Stube. Ja, weiss, ja da, und da haben wir den Wäschturm und da und so. Und du irgendwann hast du verraten und sagst so, du aber. Und dann irgendwann so, ein Zimmer, ein fucking Zimmer, für irgendwie, ich weiß nicht, was du sagst, 1280 ja. oder sogar 1350 ja, ja. oder so. Ja, logisch. Aber ich zahle ja weniger für meine ganze Wohnung zu Basel. Und ich müsste ja eigentlich nur ein Zimmer haben in Zürich. Wie viel zahlst du denn so im Schnitt? Ja gut, das ist günstig gewesen, weil ich neben dem Gefängnis gewohnt habe. Aber trotzdem, also. Ganz viele Fragen, wieso hast du neben dem Gefängnis gewohnt? Das habe ich in meinem Programm sogar erzählt. Das ist mitten in der Stadt gesehen und Zürichshaft, kein Problem. Aber sie sind ja dann mal bei meinem Nachbar ausgebrochen. Das, wenn es jemand interessiert, Teaser. Was, sie sind in deinem bei deinem Nachbar eingebrochen? Ausgebrochen. Die Insassen sind über die Küche vom Nachbar aus dem Gefängnis ausgestiegen. Wie ist denn das möglich? Ist denn die Küche so nah bei dem Gefängnis? Es ist wirklich halt Haus an Haus. Es ist Haus an Haus. Also es ist nur so ein Scheissegässchen, haben wir doch früher zwischendrin. Also wirklich so Haus an Haus. Also Halbidiot, in voller Länge kann man auf YouTube schauen, gratis. Dort erzähle ich noch ein paar Jokes drüber. Und vor allem bin ich wirklich, das ist kein Scheiß, ich bin der erste Mensch gesehen, nach dem Nachbar, der gesehen hat, dass beim Ausbrochen worden ist. Weil der ist bei mir gelitten und hat unter Schock irgendwie im Gang eine geraucht und hat ein Bier wollen. Aber ich kann es mir noch nicht genau vorstellen. Eben, jetzt kommt der Punkt. Wir haben ganz viele Themen offen. Das wird ein sehr anstrengender Podcast zum Hören, falls überhaupt noch jemand jetzt zuhört. Und wir müssen alle die Themen noch abarbeiten, Dominik. Genau, wo wir vorbereitet haben. Das ist mit zwei ADSler wird es mega schwierig. Ich bin nie getestet worden. Was nicht heisst, dass du es nicht hast. Das ist das Gleiche wie bei Covid. Nein, warum sollte ich mich testen? Nein. Ich habe noch nie einen Antikörpertest gemacht gegen ADHS. Stimmt. Also, ich mache das fertig. Gut, bitte. In der Wäschküche haben die Insassen, die immer am Sonntag Wäschdienst hatten, mit einem Löffel, wo sie in der Küche gestohlen haben, haben sie hinter dem Tumbler sich ein Tunnel bohrt. Ach, Gott, das ist doch wirklich, das ist doch, also das ist so ein... I swear. No. Ein Narcos. No shit. Okay, gut. Weil... Pablo Escobar. 9 Jahre davor ist genau das Gleiche schon mal passiert. Und sie haben es nicht gecheckt, dass das... Wieder das, könnte passieren. Dass das Besteck nicht so... Eben mit Löffel haben sie es gemacht, oder? Ja. Okay, und dann sind sie plötzlich in der Küche von deinem Nachbarn angekommen. Dann sind sie durch so einen Gang halt irgendwann. Und der ist auf der Höhe gesehen von der Wohnung von meinem Nachbarn. Ja? Und dort hat es dann so einen Zwischenraum gehabt. Und so eine Gipsdecke. Und da haben sie die durchbrochen und sind raus. Und das ist kein Witz. Das ist 9 Jahre davor genau schon mal passiert. Und zwar, er hat sogar gewusst, er ist in dieser Wohnung, wo schon mal ausgebrochen worden ist. Krass. Krass, okay. Die Geschichte ist fast so gut wie die von der Angela Magdici und dem Hassan Kiko, heisst er, glaube ich. Ah, ja, das sie, ist auch großartig. Sie, wo Gefängniswärterin war und ihm geholfen hat. Und was krass war, in Basel haben natürlich alle die Geschichte mitgekriegt. Also, dann habe ich irgendwann angefangen, wo ich eben nicht mehr dort gewohnt habe, gefunden, jetzt kann ich die Geschichte erzählen. Wie ich das alles erlebt habe, weil es sind mega lustige Sachen passiert an diesem Nachmittag. Und Leute sind wirklich immer fast verreckt von Lachen, weil sie eben so, Offiziersball nach der Offizier oder irgendwie sowas. Da hast du noch mega viele Regierungsleute dort gesehen, die wahrscheinlich noch mal etwas anderes mitgekriegt haben von dieser Geschichte. Aha. Und die sind auch fast verreckt und haben sich zum Teil so angeschaut. Irgendeine Polizeiabgeordnete und der eine Regierungsrat so. So genau. Weißt du noch? Habe ich vergessen vergeben, oder? Haben wir da Massnahmen eingeleitet? Und dann habe ich das in anderen Städten angefangen zu spielen. Und es ist nie so gut angekommen. Und da habe ich gemerkt, weil die Leute das nicht glauben. So wie du jetzt. Weißt du, die finden, jojo, der hat sich jetzt eine lustige Geschichte ausgedacht, weil er irgendwie Prison Break geschaut hat und so. Ja. Und
Und dann habe ich es für das Programm habe ich es dann einfach aufteilen. Ich habe dann die Geschichte habe ich über das ganze Programm erzählt. Und bin immer abgeschweift, weißt du, dann so 20 Minuten, 30 Minuten, völlig anderes Zeugs und dann wieder zurückkommen auf das. Ja, das ist cool. Und, das ist wie der Podcast. Genau. Das habe ich auch gedacht. Und dann hat es geholfen, weil dann hast du wirklich immer nur so kurze Sequenzen gehabt und nicht so eine episch lange Geschichte am Stück, wo die Menschen nicht sich sicher gesehen sind, ob sie wahr ist oder nicht. Und darum habe ich dann, es ist mega blöd, wenn ein Komiker das sagt auf der Bühne, so wirklich wahr und es ist tatsächlich so passiert, ja, und kein Scheiß. Ich aber noch viel bekommen. Eben, das ist ja fast ein Automatismus, aber in dem Fall habe ich gesagt, es stimmt, ihr könnt auf Google gehen und ihr werdet den Blickartikel finden, ihr werdet den fucking Tele-Basel-Beitrag finden, ihr werdet alles Mögliche sehen, dass die Geschichte zu 100% stimmt. Und weil sonst die Leute nicht glauben. Ist und dann sind tatsächlich Leute gekommen, weißt du, nach dem Glück, ich hab's gefunden. Auf den Blick. Das ist ja deckig. Das ist ja genauso, wie du erzählt hast, in der Küche ein Loch in der Decke. Schau da, durch die Wohnung aus dem Knast, auch die Kollegen von 20 Minuten. Hallo, geht's dir gut. Und hat denn der Kollege von dir, dein Nachbar, ist der dort daheim gewesen, wo sie plötzlich in der Küche gestanden sind? Nein, der ist eben heimgekommen. Und hat das Loch plötzlich gesehen. Stell dir mal vor, du kommst heim und denkst so, jetzt machen wir ein feines Gulasch. Ja. Yeah. Und dann, da hat es plötzlich ein Loch. Nein, es war absurd gewesen, weil ich bin ja gerade danach rein. Da ist, glaube ich, 5 Minuten vor daheim gekommen und dann hast du zu mir geklopft. Sprich, genau, so ist es ja gesehen. Ich bin heimgelaufen, laufe so die Stege drauf und bin mit den Türen offen und er schreit in ein Telefon. Und schreit so, ich habe ein Loch in der Decke. Und ich denke so, oh scheiße, Wasserschaden und so, oder? Und 5 Minuten später klopft er bei mir. Und dann habe ich das gesehen. Die haben die Gefängniskleider dort gelassen. Ja, logisch. Hat sie nicht leider auch gelegt? Blutspuren? Ja, das ist das Geilste. Im einen Interview hat er erzählt. Das ist so eine geile Sache. Im einen Interview erzählt er so: Ja, und dann haben sie noch einen Kittel von mir mitgenommen. Aber es hat ja 37 Grad aus. Weiß nicht, was die mit dem Kittel wollen. Und, ja, eben Blutspuren, weil das hat weh gemacht, sich irgendwie durch die fucking... Ja, logisch, du musst ja dann schon sagen, also wenn er nie etwas gehört hat, wären die dort... Nein, wir haben eben gehört. Also wirklich, eigentlich müsste ich das scheiß Programm lernen. Ja, ich schaue es ja nachher an. Das ist für alle die jetzt alles hören. Nein, und zwar, wir haben, also ich habe jeden Sonntag Hammer gehört. Und du hast nicht gewusst, von wo es kommt. Und krass. Ich habe sogar gesagt, irgendein Idiot hängt da Bilder auf und so. Nein, das stimmt nicht, das habe ich dir gesagt. Ich habe gesagt, irgendjemand hämmert immer. Ich habe mir nicht mehr überlegt. Hingegen, hat ja gewusst, ich wohne in dieser Wohnung, die schon mal ausgebrochen worden ist. Er hat sogar ein paar Tage vor dem Ausbruch hinter der Polizei angerufen und gesagt, es hämmert hier immer. Ich habe das Gefühl, die brechen wieder aus. Und dann hat die Polizei gesagt, ja, da hängt wahrscheinlich jemand Bilder auf. So ist es gesehen. Das ist wirklich wahr. Ein Lob an die Basel Polizei an dieser Stelle. Weltklasse. Ja, vor allem, dass es schon mal passiert ist und sie die Wand dann irgendwie verstärkt haben für 4 Millionen Franken. Und sie es wieder geschafft haben, oder? Genau. Aber also und im Programm. Die gleichen gewesen, oder wie? Im Programm habe ich gesagt, es ist jetzt auf der bisschen dickere Backsteinwand. So. Und ich weiß nicht, was genau der Fehler war, warum es wieder hätte passieren können. Aber noch besser war es, es sind 3 Insassen gesehen, 2 haben sie geschnappt und der dritte ist, glaube ich, wirklich eine Woche später, nach dem Ausbruch, ist er von sich aus mit dem Taxi vorgefahren und hat sich wieder ins Gefängnis einliefert. Nein, weil er es einfach nicht ausgehalten hat. Ja, das ist wie so ein wildes Tier, das plötzlich muss gemerkt, das im Zug war und dann plötzlich wieder muss zurück. Das ist eigentlich beschissen, sich selber Essen organisieren. Nein, aber das Verrückte ist, was mit einem macht, wenn ich so Geschichten höre, habe ich immer so ein bisschen... Das ist ja so, wenn du so Filme schaust von so Ausbrüchen und denkst, hey, fieberst doch mit denen mit, wie das so eine... Also bei der Alcatraz, fieberst doch mit den Leuten mit, die dort effektiv den Ausbruch machen. Ich meine, das ist so genial. Sie schaffen es zum zweiten Mal, über die Küche von deinem Nachbarn auszubrechen. Jetzt eine kleine Stärkung. Jetzt noch ein Energy-Drink. Ein Energy-Drink. So. Und dann fieberst doch mit, dass sie es irgendwie schaffen. Das wirkt irgendwie, also ich will das nicht verherrlichen, aber es ist wieder so ein kleines Kavaliersdelikt, wenn du es wirklich schaffst, aus dem Gefängnis auszubrechen. Und ich weiss das effektiv, dass die Gefängnisse in der Schweiz so gebaut sind, dass immer eine leichte Möglichkeit besteht. Das heisst ja einer von fast allen Gefängnissen, oder? Dass die leichte Möglichkeit besteht. Das musst, wirst du psychisch irgendwie anscheinend, das hat auch sehr fest mit dem zu tun. Yeah. Du musst irgendwie die Möglichkeit, also nicht die Möglichkeit gesehen, zum Auskommen. Weil sonst hättest du ja wirklich so quasi das Gummizellen-Syndrom, oder? Ja, genau. Das wäre völlig nicht menschlich. Ja. Aber so krass. Ja. Wie teuer war die Wohnung? Und vor allem, wieso gibt es in Basel
so mitten in der Innenstadt ein so neu bewohntes Untersuchungsgefängnis. Ja. Ein Untersuchungsgefängnis, wo Leute so lange sind, dass sie ausbrechen können. Oder? Die müssen ja lange dort drin sein. Ja, das ist halt irgendwie, zum Teil verzögert sich das dann halt mit den Verhandlungen und was weiß ich. Und in der Schweiz, ich glaube eben gerade mit so, irgendwie fragt man nicht, Drogengeschichten und so Sachen und Waffenhandel und bla, dann bist du halt mal ein paar Monate drin. Ja. Obwohl ja gar noch nicht klar ist eigentlich. Hä? Obwohl noch nicht klar ist. Genau. Ja, aber es wird ja dann angerechnet. Gewisse können ja dann wieder raus, wenn mal das Urteil gefällt ist. So. Hast du ja schon abgesessen. Weil im Zug hat es immerhin noch eine Straße dazwischen und ein Kollege von mir ist vis-à-vis vom Untersuchungsgefängnis gewohnt und hat gesagt, hey, am Abend wirklich müssen die Fenster zu haben, weil die haben immer über die Fenster rein miteinander kommuniziert. Das haben sie bei uns nicht, sondern bei uns haben sie oft ab und zu geschrauen. Einfach so mal. Ja, hat irgendwie oft so. Ah! Raus! So. Weil, es erzähle ich alles im Programm, der Pausenhof von ihnen. Der ist leicht erhöht gesehen. Das heisst, du hast sie nicht gesehen, aber du hast sie gehört. Ja, ja, also genau. Dort sind sie spazieren. Aber sie sind recht im Zaun gehalten worden, weil gerade auch dort, das heisst quasi von mir beim Hinterhof gegenüber, ist die Staatsanwaltschaft. Mhm. Die haben alle ihre Büros dort. Mhm. Mhm. Und irgendwie, ich glaube, das tut so ein bisschen so eine, auch dort, so ein bisschen mentale Blockade machen. Oder sie tun sie dann halt auf den irgendein Zimmer, wo wir es nicht mehr hören. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja. Aber was auch wirklich stimmt, eben die Leute meinen, es ist immer alles so erfunden und so, aber auch das stimmt, und auch das habe ich erzählt, wie irgendwie ich mal mit einem Kollegen FIFA gespielt habe. Im Programm sage ich, glaube ich, Fest oder so, weil FIFA ist so, du musst zuerst erklären, was FIFA ist, weil irgendwann spielst du auf dem Land und die so, hä? Was? Du wolltest mir, nein, also FIFA kennt jetzt jeder. Frag mal jemanden über 50. Also bitte, FIFA ist ja klar. Hundertprozentig. Es ist wirklich, es ist so. Du musst also in der Comedy musst du den grössten gemeinsamen Nenner finden. Und was hast du anstatt FIFA gesagt? Dass wir Fest hatten. Aha. Das ist deutlich einfacher. Du musst nichts mehr erklären. Gut. Egal. Laut gesehen, weißt du, ich irgendwie noch einen Goal gekriegt in der letzten Minute. Ich so, Scheiße, wow. Und dann hat einer geschrieben, halt mal Fresse da unten. Das war der gewesen. Ja, und dann habe ich zurückgerufen, halt doch du die Fresse, ich wollte freiwillig da. Und das habe ich natürlich auch noch gemacht, weil ich gewusst habe, dass der andere im Knast ist. Weil sonst hätte ich nie im Leben den Eier so etwas zu machen. So schlimm. Na gut, ich bin eine Woche draus. Genau. Shit. Shit, krass. Gefängnisgeschichte. Sehr lustig. Sehr lustig. Und eben die ich habe das eben mit grossem Interesse verfolgt, wie die Angela Magdici-Geschichte ausgeht. Oder? Und sie haben dann nachher schlussendlich, das ist ja ein liebes Bonnie und Clyde-Style, sind zusammen ausgebrochen, weil sie so verliebt sind. Und, ja, also musst du vielleicht schnell erklären, er war Insasse und sie ist Gefängniswärterin. Wächterin, wie man es so immer sagt. Ja, also Aufsichtsperson. Aufsichtsperson, genau. Ja. Und dann sind sie irgendwie geflüchtet und man hat nicht gewusst, wo durch. Ja. Sie hat in einer Nachtdienst rausgelassen, der Zelle, und sind zusammen irgendwie in einem Auto los und dann haben sie irgendwie zwei Wochen später auf Berichterstattung eine Stellung nehmen, vom Blick vor allem, und haben ein Video gepostet. Und dort ist doch dann irgendein Hinweis im Video ist gesehen, dass sie dann gewusst haben. Eine Tischdecke anscheinend. Gell? Völlig absurd. So eine Blumentischdecke? Durch die Tischdecke, so eine gelbe Tischdecke. Ja, die müssen irgendwie in Italien unten sein. Irgendwo entweder links oder rechts, Apulien oder Sizilien, keine Ahnung mehr. Und dann hat man sie dort wirklich fassen und wieder zurückbringen. Weil und dann sind sie schlussendlich, und er ist jetzt, ich weiß gar nicht, sie hat natürlich Berufsverbot, aber sie hat irgendwie, glaube ich, etwas auf Bewährung, ich weiß gar nicht genau, was sie bekommt, und er ist natürlich wieder zurück im Knast. Und dann haben sie geheiratet. Sie haben dann geheiratet im Gefängnis, was irgendwie auch ein schöner Abschluss ist. Und der Valentin Landmann war der Trauzeuge gewesen. Also nicht nur der Anwalt vom HK. Der Valentin Landmann. Genau, und der Valentin Landmann, hat, Tele Zürich natürlich da gewesen nachher und hat den Bericht gemacht, wie die beiden geheiratet haben. Ganz eine schöne Hochzeit. Ganz eine schöne Hochzeit. Ich habe extra meine Uhrenkrawatte angelegt, wo ich immer bei ganz wichtigen Anlässen anhabe. Und das stimmt wirklich, bei grossen Prozessen hat er immer die gleiche Uhrenkrawatte an. Und dann hat er etwas gesagt, was ich nie vergessen habe. Er hat gesagt, Angela Magdici ist die einzige Frau, die immer weiss, wo ihr Mann ist. Angela Magdici ist die einzige Frau, die immer weiss, wo ihr Mann ist. Das finde ich sehr schön.
Das finde ich sehr schön. Ah, weil, aber eben, weißt du, so Sachen herausfinden, wo jemand jetzt genau ist und so, das ist ja genau das Gleiche gesehen mit dieser Netflix-Doku, mit dem Katzenmörder. Don't fuck with Pussycats. Don't fuck with cats, oder irgendwie so heisst es, ja. Habe ich aber nicht gesehen. Wo Leute online sich zusammenschließen, um herauszufinden, wer der Katzenfolterer ist. Ja. Und dann wirklich die kleinsten Hinweise, was ist für eine Steckdose. Oh, der Staubsauger im Ecke. Aber weißt du, hast das Gefühl, es gibt keine Hinweise in einem Video. Aber ja, es gibt immer Hinweise. Ja, eben, schon nur der Staubsauger. Aha, was ist das für ein Modell? Wo wird der überhaupt verkauft? Ja. Ah, lustigerweise nur in Nordamerika. Und so weiter und so fort. Interessant. Und so findet man dann auch durch Gemeinschaft, Communities findet man natürlich alles jo, eigentlich. Und was also dort etwas tragisch ist, ist, dass die Polizei ihnen bei gewissen Sachen nicht haben wollen zuhören. Was ja noch oft der Fall ist, weil ich frage mich, wie viele 100'000 Hinweise und... Ja, und also das muss irgendeiner zusammentragen, muss ein schönes Protokoll schreiben. Kriegst du am Tag und kannst nicht alles nachverfolgen etc. Aber schlussendlich, bei jeder Folge findet es die Person dann? Nein, es ist nur um eine gegangen. Aber weißt du, die ist dann halt immer schlimmer geworden. Die hat ja dann irgendwann... Ach, die ganze Reihe geht nur um den einzelnen... Die hat dann nicht mehr Katzen... Irgendwann hat die Person dann nicht mehr Katzen foltern. Sondern halt die Katzen umbringen und irgendwann gefunden, Menschen sind auch noch spannend. Ah. Und so. Okay. Also, intens. Also, sehr empfehlenswert. Es ist sehr empfehlenswert. Ich sage aber so: Am Anfang ist es so gesehen, oh, mega spannend, das ist so wie ein echter Tatort. Ja? Und irgendwann findest du so, okay, das ist fucking. Es ist mega fucked up. Also, ja, das ist wirklich. Man sagt mega schnell mal, ja, jemand ist psychisch krank und was weiß ich, aber in dem Fall ist es einfach so. Weißt du, kannst nicht einmal ansatzweise irgendetwas verstehen, was die Person macht und wieso. Wirklich also nochmal ganz ein anderes Level als der Tiger King, wo ich auch mit Katzen zu tun gehabt. Ja, Tiger King ist einfach fucked up. Aber das ist meine Lieblingsserie von diesem Jahr. Die ist ja wirklich im richtigen Moment gekommen, ne? Ja, das ist wirklich genau. Tiger King ist, da bleibst du einfach dran. Ja. Das schaust du einfach durch. Ja, das ist und das Geile ist, es stumpft dich so heftig ab, dass das wenn du einzelne Sachen würdest mal rausnehmen, würdest du sagen, das ist ja mega absurd. Aber so nach zwei Folgen hast du dich völlig daran gewöhnt, so, ja, logisch passiert das auch noch. Ja, klar. Und es ist ja wirklich, es hat alles. Yeah. Also nenn alle Themen auf dieser Welt, rühr sie irgendwie in den Topf und dann tust du noch ein paar Tiger drin und dann gibt es Tiger King. Genau. Und vor allem, das ist das Geile. Du merkst dann irgendwie nach zwei Folgen, es geht nicht um Tiger, das ist völlig egal. Und Tiger King ist Paradebeispiel von wie im richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, blöd gesagt, in dem Fall Netflix, einfach, und wir hauen es mal allen auf die Startseite und in dem Moment, wenn es nur auf der Startseite ist, weiß nicht, wie viel dann effektiv draufklicken, vielleicht 10% oder so, aber die 10% finden es geil. Und nachher wird es algorithmisch natürlich auf verschiedene andere und dann, ja, und dann kriegst du auf einmal mit, dann sagen 10 Leute, irgendjemand online, das ist der Shit. Und dann sagt dir ein Kollege, hast du das schon geschaut? Dann hörst du einen Podcast, wo sie darüber schwätzen. Und dann nach zwei Wochen hast du das Gefühl gehabt, wenn ich dort hätte können auftreten können, ich hätte können, glaube ich, eine Viertelstunde Tiger King Witz machen. Und ich glaube, alle hätten gewusst, von was ich rede. Ja, und das ist aber in der heutigen Zeit ist es mega schwierig. Den gemeinsamen Nenner finden. Mega schwierig. Ja. Außer eben, es gibt so zwei, drei Highlights, die wirklich alle mitbekommen haben, das stimmt schon. Und, also und das ist wirklich, glaube ich, das ist das Algorithmus-Ding. Ich meine, das Social Dilemma haben auch alle mitbekommen. Ja, was für ein Tag. Hast du es gesehen? Ja. Ich habe es noch interessant gefunden. Also sie erzählen dir ja nichts, was du nicht schon gewusst hast. Ja, das schon, aber sie erzählen es. Und dann noch die sehr, sehr abenteuerlichen Sprünge in der Geschichte, wo sie, wieso verfilmst du noch irgendwie, dass Menschen handysüchtig sind? Ja, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich und vor allem, es ist so, für die es nicht gesehen haben, der Typ, ohne Scheiß, der Typ, der wettet in seiner Familie, dass er eine Woche lang sein Handy nicht anlangt. Und dann sagt der Algorithmus, hey, er hat schon sein Handy nicht mehr angeschaut, komm, wir posten ihm jetzt, dass seine Ex-Freundin in einer neuen Beziehung ist und per Zufall ist er dann am 3. Morgen in der Küche und sein Handy leuchtet auf in diesem scheiß Ding
und auch sieht, oh nein, meine Ex-Freundin hat einen neuen Typ. Wer ist es? Aufgrund von dem ist er dann wieder hooked, ist online. Ja, genau. Und zwei Tage später ist er an einer fucking QAnon-Demo. Was, das macht er auch noch? Wie ist das passiert? Dann wird er doch angefahren. Ah ja, stimmt. Wie ist das passiert? Oder angefahren oder wird also irgendwie... Absurd. Also gut, und dass vor allem auch der Algorithmus gespielt wird von so drei Klons von ihm. Also für, die sind irgendwie so in einem Kämmerli unten und spielen den Algorithmus. Was er hat schon lange nicht mehr... Achtung, Engagement-Zeit ist runtergegangen. Okay, gut. Jetzt aber das mal ausklammert. Ja. Die Techies erzählen ja einerseits, wie die ganzen Social-Media-Plattformen entstanden sind und was vor allem die Idee dahinter ist und dass wir als User, die das ja gratis brauchen, eben zum Produkt werden, weil wir irgendwie instrumentalisiert werden, dort weg und papipapu. Yeah. Das habe ich noch interessant gefunden. Und vor allem, wie all die Techies sagen, ihren Kind eine ganz klare Zeitlimite vorgeben, wie lange dass sie auf Social Media und auf dem Netz surfen dürfen und dort viel restriktiver sind als wahrscheinlich ganz viele andere Eltern, die nicht so nicht mit dem zu tun haben. Aber es ist schon. Also meine, ich habe immer gemeint, wir sind die Last Generation, aber jetzt kommt irgendwie eine nach uns, wo irgendwie glaub, wirklich also, eben mit den sozialen Medienplattformen aufwächst und irgendwie teilweise wahnsinnig Mühe hat, zu trennen zwischen der Realität und der fiktiven Welt, wo eben nicht ganz fiktiv ist, weil sie eben gleich irgendwie, sie nehmen wieder Pausenplatz daheim, das finde ich eben auch noch spannend, nehmen wieder Pausenplatz daheim ins Kinderzimmer und wenn du zu wenig Likes hast bei einem Post, dann wirst du halt einfach gemobbt nachher am nächsten Tag in der Schule. Und das haben wir doch alles nicht erlebt. Wir haben doch irgendwie... Nein, wir sind halt wegen anderem Zeugs gemobbt worden. Ja, genau. Ja. Wegen was bist du gemobbt worden? Uff, so viel. Wirklich? Bist du echt gemobbt worden? Ja. Also ich habe sicher auch irgendwann mal eine Phase gehabt, wo ich habe können mobben. Vielleicht zwei Monate oder so. Wo du hast können mobben? Ah, da bist du so ein bisschen der... Das habe ich eben nie gemacht. Aber nie aus Stärke raus, sondern einfach eben... Zurückmobben? Einfach mehr so mit Wort. So. Ja, das ist noch gut. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendjemanden könnte hauen. Aber hast du... Also ich hab mit der Bahn habe ich mega oft Schlägereien gehabt und so. Das ist also ein bisschen wie unser Ding gesehen. Einfach so einmal in der Woche Hast du schlägeln? Ja. Dann haben sich getroffen. Nein, nicht einmal abgemacht, sondern einfach so, das ist so wie so der Outlet gesehen. Und weißt du, zum Teil der eine ist sogar so halbe Kollege gesehen. Ich bin schon bei dem daheim gesehen und was weiß ich. Und dann hat er wirklich geschlägt. Aber ja, so eine Hassliebe gesehen. Das ist wirklich wie so, einfach, das hat es gebraucht. Dass man es irgendwie einmal in der Woche irgendwie auf die Schnur gehen, weißt du so? Ja, gut. Nachher ist aber wieder gut gewesen, dann wieder können zusammen. Ja, dann hast du für zwei Tage nicht geredet und dann bist du auf einmal wieder bei dem daheim gesehen. Das ist gamed oder so. Genau, das Komische, genauso, man hat so irgendwie gar Freundschaft, hat es noch nicht so richtig gegeben. Es ist alles noch so, irgendwie alles noch so Grauzone gewesen. Aber lustige Schlägerei habe ich nie gehabt. Das habe ich immer, also da bin ich immer. Ich glaube bis 13 und dann nie mehr. Ja. Also weißt, nachher nie mehr. Ja. Auch schon im Erwachsenenleben, weißt, betrunken Bar und eben irgendein wirklich. Ja, und das geht ja dann teilweise kommt sehr, sehr offensiv und will eigentlich sogar und so. Und dann sagst du so, nein, lauf ich weg. Und das geht. Ja, und dann so, ja, aber dann bist du, dann bist du so und so ein und dann bist du fucking Schwuchtler. Dann bin ich halt eine. Okay, tschüss. Ja, klar. Nein, das ist ja völlig. Ich habe einmal in meiner Jugendzeit auf der Rösliwiese Entzug einen Kopfnuss bekommen von so einer anderen Jugendgruppe. Das liebe ich, den Begriff finde ich so geil. Ein Kopfnuss. Das ist einfach noch krass. Du hast für die Nase gesprochen. Und ich habe heute noch eine krumme Nasenscheidewand. Man sieht es da vielleicht. Für alle, die uns hören, ich habe wirklich... Die Morgenmoderatoren, hä? Ein kleines Nasenlöchli. Das eine ist immer viel kleiner als das andere. Ich weiß nicht, ob das von dieser Kopfnuss kommt. Aber ein Kopfnuss ist doch so mit der Faust einfach auf den Kopf. Nein! Sondern? Ein Kopfnuss ist, wenn du mir deine Stirn in meine Nase reinrammst. Also ist doch ein Kopfstoß. Außer ich hätte jetzt jahrelang. Christoph, was definierst du? Ich hätte jahrelang den Begriff Kopfnuss falsch verwendet. Und was also, definierst du als Kopfnuss? Wenn du so mit der Faust so. Könntest du bitte das Kopfnuss googlen? Tue ich googlen, okay. Ja, google das mal. Weil meine Definition von Kopfnuss ist... Ja, was ist denn das mit der Stirn? Ein Kopfstoß mit ja, der Stirn in die Nase? Gute Bull! Ich habe einen Kopfstoß bekommen. Das ist ein Zidane. Gute Bull. Zidane la frappe. Das ist ja genau, stimmt. Ah ja, das ist ja ein guter Sonntag gewesen. So. Kopfnuss. Momentan hast du die ganze Zeit bei Wikipedia, wie sie noch ein bisschen erklären. Dass man muss spenden, ist ja genau. Richtig so. Das ist ja der Monat Dezember, bin ich immer zuerst verwirrt,
wenn es heisst Kopfnuss, wir sind in einer schwierigen Zeit. So, was? Ja, das Katzenkopf stimmt, ja. Auch bezeichnet, ist ein Schlag mit der geschlossenen Faust Scheiße. Auf den Seiten- oder Hinterkopf. Okay. Niemand von uns hat recht gehabt. Wobei bevorzugt mit den Fingerknöcheln Kontakt hergestellt wird. Ich habe gemeint, auf den Oberkopf. Gibt's das? Wie nennt man das? Auf die Schädeldecke. Mhm. Habe ich immer gemeint, das ist ein Kopfnuss. Mhm. Also so ist mir immer weiss gemacht worden, dass wenn ich etwas nicht mache, dass es das würde geben. Dass es einen Kopfnuss gibt? Ja, hätte es zwar nie gegeben, aber, okay. Aber das habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass so Puck. Wo gar nicht so fest wehtut. Ja doch, ich glaube, das kann schon weh machen, ja, wenn du es richtig machst. Oder? Also gut. Aber Seitenkopf und Hinterkopf habe ich jetzt nicht gewusst. Hinterkopf ist gefährlich. Ja, das stimmt. Da kannst du dich schlimm verletzen. Also du hast auf der Frage einen Kopfstoß gekriegt. Ich habe einen Kopfstoß gekriegt und jetzt habe ich irgendwie mein Wissen können. Ja, danke vielmals. Es hat sich gelohnt, dass wir uns da heute getroffen haben. Das ist ein Podcast und eine Stunde labern. Genau, du hast recht gehabt. Nach einer guten Stunde. Kommen solche Sachen zum Siehst du? Lernt man auch endlich etwas. Vor allem müssen wir ja noch etwa 7 Themen beenden. Ja, was müssen wir noch beenden? Stimmt. Wir haben mal angefangen mit eurem Podcast. Ah, ja, ich wollte ja eigentlich eine Werbung machen für euren Podcast. Also erzähl mal kurz. Nein, was ich dort nicht verstanden habe, weil ich habe dann sogar der Yvonne noch geschrieben, warum ihr zwar mit Zoom aufnehmt, aber wieso ihr denn nicht einfach gerade das Video verwendet? Ich glaube einfach, weil es nicht so, wie man einen Podcast, ich glaube, weil man es in los, das schaut. Ja, aber man kann sich auch schauen. Wie viele schauen jetzt das effektiv? Ja, also deins irgendwie 12, aber... aber... Das ist wirklich wahr. Es sind wirklich so riesen Namen. Es sind so riesen Namen. Aber wenn der Büssi kommt, dann hast du irgendwie 5000 Views. Stimmt, jetzt funny because it's true. Und es ist wirklich lustig, ich meine, irgendwie, jetzt fängt es an, wo du mir geschrieben hast, dachte ich, hey, kommst du mal in meinen Podcast, habe ich mich wahnsinnig gefreut, aber ich dachte so, jetzt geht's los. Jetzt wird es langsam einfach ein dünn mit den grossen Namen. Nein, ohne Scheiß nicht einmal, sondern man muss halt sie immer so ein bisschen zwischensprinkeln. Aber stimmt. Weil, also jetzt ohne Scheiß, aber wissen wir ja, was der Bekanntheitsgrad vom Cenk zum Beispiel ist. Und der Cenk hatte ich in der Folge 2 gehabt. Ja, es geht ja gar nicht. Das ist ein Newcomer. Aber du hast halt einfach die Latte wahnsinnig hoch mit diesen grossen Namen. Ja, klar, aber ich habe immer wieder mal dazwischen jemanden. Bei mir. Auf dem Level Widmer. Wer ist das? Und was? Gerade gestern hat mich jemand gefragt, das Kriterium ist, dass die Menschen bekannt sind, oder? Und ich so, nein, du musst es hören, wenn er nächstes kommt. Nein, los, da widmen. Nein, sondern hauptsächlich müssen es Menschen sein, die ich spannend finde, die ich gerne mit ihnen schwätze. Schön. So. Und das ist wirklich einfach so. Das sehe ich auch so. Und darum habe ich auch noch nie jemanden im Podcast gehabt, wo ich nicht zumindest einmal live erlebt habe. Ja, hallo und tschüss gesagt habe. Man hat zum Beispiel eine Anfrage gekriegt von einer nicht unbekannten Sängerin, die gefunden hat, sie will unbedingt mal in einen Podcast. Ist wahr? Ja. Und ich sag danach etwa. Und danach habe ich gesagt, ja, das mache, also da ich die Person noch nie live gesehen habe, kennengelernt habe, persönlich so hallo, tschüss, kann ich das so nicht machen, aber ich könnte sie doch in die Wochenrundshow einladen, bei SRF 3. Jawohl. Dann machen wir das mal, weil dort ist nicht so wichtig, ob ich es mit dieser Person match oder nicht. Du hast ja ein Spiel, du hast ja einen Hörer, also du kannst ganz viel machen, aber 2 Stunden schwätzen oder wie lange auch immer, da muss ich irgendwie das Gefühl haben, da muss ich Bock drauf haben. Ja, so, ja, oder? Und dann hat es sehr schnell die Antwort gehabt, Samstag gehen selten, weil das ist... Weil Auftritt. Ja, und die Person, wofür die Sängerin angefragt hat, kenne ich ja noch einigermaßen und hat so, ja, wir lassen es einfach wieder kommen. Das ist mir zu aufwendig jetzt für das. Also einfach nichts, nicht in der Wochenrundshow und nicht da im Podcast, aber nein. Wer wäre es gewesen? Ich sag's dir nachher. Aha, nachher? Ja, ich sag's dir nachher. Nein, es gibt gewisse Sachen, die mir wirklich, wenn ich fair wäre. Ich habe schon schlecht gewusst, dass ich die Geschichte von der Dominik Rinderknecht erzählt habe. Weil, nein, musst du... Also, ich mag sie eigentlich noch, Ja, weißt? Ich mag sie auch mega, aber hat sie nicht... Also sie hat sie nicht irgendwie, sie hat einfach...
ich glaube, sie ist an dem Abend auch mega spät gekommen und hat das wenig begriffen, dass der Bill dort den Unfall hatte. Und genau. Dann machst du vielleicht den Gedanken, die Gedanken yeah, yeah. auch nicht. Weil die Maske ist wirklich verblüffend ähnlich gewesen. Das stimmt. Was gibt's noch? Was ist das jetzt für ein Was gibt's noch? Also das ist Thema 7 gewesen. Das ist Thema 7. Das ist Thema 7 gewesen, dass wir das nicht auf Zoom stellen. Ja, meine Antwort eben, irgendwie ich finde es noch spannend, ich finde es magischer, wenn man es einfach hört. Du bist eben noch ein richtiger Radiokopf. Nein, ja, mein Gott, wir haben da definitiv, unser Job hat sich definitiv verändert. Wir machen da sehr viel mit Bild. Aber ja, ich habe mich auch nie gewehrt gegen eine Webcam im Studio. Obwohl, es gibt jetzt nicht so viele Leute, die da drauf gehen. Aber es gibt Moderatoren, die wir beide kennen, die gesagt haben, sie schalten immer die Webcam ab, wenn sie im Studio sind, weil dann irgendwie die Magie verloren geht. Ich finde es muss alles irgendwie... Es ist immer ein komischer Winkel. Ja. Aber es ist, also weißt du, es ist eine Zeit lang ist ja recht übel gesehen, wo irgendwie die Webcam ist ja recht früh gekommen, ist dann lang verschwunden und dann ist es auf einmal fix. Ja, aber ganz am Anfang sind es einfach so einzelne Fotos gewesen, wo man irgendwie von einer mehr schlecht als rechten Kamera von irgendwie vom Studio-Ecke hätte können, so verstaubt irgendwie das Studio hinschauen. Und irgendwie vor 14 Jahren oder so, wo ich ein Praktikum gemacht habe damals beim Radio, ist der weibliche Moderatoren einfach immer irgendwie das, sehr anzügliche Mails das, geschickt und das, worden. Dass das unangenehm ist und das passiert teilweise leider heute noch, das ist schon, das verstehe ich mega. Also gerade so. Wir haben ja teilweise auch noch Abendgeschichten gehabt, yeah, 24 und bis um 11 irgendwie bist du alleine im Studio gestanden. Genau, und so, und die Leute wissen genau, jetzt wissen genau, wo das ist und so, wo das Studio ist und wenn die Schicht fertig ist und so, bist du schon noch recht exponiert. Und das, als junge Frau, als junge Moderatorin ist das, also ganz allgemein, wenn du das Erlebnis hast, ist das schon sehr mühsam. Ja, eben. Darum so ist dann die Webcam ja irgendwann wieder verschwunden und jetzt ist es einfach so, eben, es muss eh alles sein. Aber bei einem Podcast, denke ich so, das ist ja nicht Radio, verstande ich, dass die Magie weggeht sozusagen, weil wenn Musik läuft, dann läuft ja Musik und dann musst du dich nicht noch damit beschäftigen, was macht jetzt Moderator oder Moderatorin in dieser Zeit. Ja, nein, du hast völlig recht. Ich meine, wir müssen mal schauen, wie das da aussieht. Das sind 3 Hightech-Kameras, das ist ein absolut Profi hinter dem Technikerpult. Absolut. Hinten dran sitzt ein riesen Bildschirm. Er hat 37'000 Knöpfe vor sich und er schneidet das alles live. Und das ist das Krasse, das kann ich mir gar nicht leisten. Ich habe einfach ein Zoom-Bild, das sieht gar nicht gut aus bei mir. Und darum wieso? Du hast doch alle... Ja, aber das schaut doch... Ich habe eben wie gefunden, also am Anfang vom Lockdown war das lustig mit all diesen Zoom- Nein, aber ich bin jetzt ehrlich. Ich habe gefunden, wo wir das gemacht haben, wirklich jetzt einfach Bock mir nochmal ein bisschen. Das kann ich jetzt gerade thematisieren, dass du jetzt zum zweiten oder vielleicht sogar zum dritten, du behandelst das Desinfektionsmittel wie eine Handcreme. Ja. Schön. Immer mal wieder drin. Desinfektionsmittel. Kann ich auch nicht haben? Ja, nimm nur. Darf ich es anlangen? Es ist auch nicht mir. Der Christoph jetzt da liegen. Ah, wirklich, der Christoph. Danke vielmals, Christoph. Schocki-Mütze für dich. Nein, ich bin ganz ehrlich, ich habe das mit euch gemacht. Das ist übrigens ja mein erster grosser Auftritt war nach deiner... Nach erste grosse Auftritt. Der erste grosse Auftritt nach deiner langen, langen... Die Medien haben schon darüber gemunkelt, wo ist Joel von Mutzenbecher? Oh, yeah. Gut, das haben sie schon immer. Vor allem, wer ist Joel von Mutzenbecher? Und dann plötzlich bist du... Du hast mich gesehen, wir haben noch telefoniert und ich war so am Joggen und habe gesagt, ja, was machst du so jetzt? Und du so, ey, du geniesst es gerade mega, der Lockdown tut dir auch wahnsinnig gut. Es ist so beschissen. Für die Branche ist es beschissen. Ja, immer noch mega beschissen. Aber du hast dich jetzt gerade ein bisschen zurückgezogen und hast ja gar keine Social Media mitgemacht. Und siehst du aber bereit, zu dem Zeitpunkt wieder in die Öffentlichkeit zurückzutreten? Eben, und dann habe ich gemerkt, es ist ja gar nicht so öffentlich, weil es gibt irgendwann mal ein Video. Bist du auch so einer, der sagt, wenn es nicht auf Video festgehalten ist, dann hat es nicht stattgefunden? Ja, du kannst ja alles faken sonst. Hey, beim Video hast du ja noch... Wobei, mittlerweile wird es immer mit mehr Deepfake. Das ist das Mindset momentan. Ich habe mit dem Younes geredet. Der Younes Ferrari... Wie alt hast du für einen Jahrgang? 88. Darf man das sagen? Genau. Ja, es wird auf die rausgeschnitten. Ja, es wird rausgeschnitten. Genau. Also, was haben deine Hörerinnen und Hörer da? Was ist das Durchschnittsalter? Wer hört euch so? Hey, wir sind absolut in der werberelevanten Zielgruppe. Sehr gut. Ja. Also 50 plus. Nein, ohne Scheiß. Also wirklich, der grösste Chunk ist 28 bis 34. Gut. Aber die meisten haben kein TikTok wahrscheinlich.
Hast du TikTok? Wird wahrscheinlich knapp an der... ich habe eine App, ich habe keinen Account. Okay, cool. Ja. Yeah. Das habe ich bei Tinder. Ich habe eine App, aber keinen Account. Das sagst du jetzt einfach so. Nein. Aber item. Gut, TikTok, also ich finde, ja, ich finde irgendwie, das können wir jetzt an den Jungen, ich habe wirklich gedacht, das können wir jetzt an den Jungen überlassen. Also ich finde dann so gewisse Fernsehmoderatoren, die so sich auf TikTok so ein bisschen austoben, die irgendwie aber schon das Alter haben, Ü40. Was, der Nick Knock Hartmann, oder was? ich nenne keinen Namen. Ich so, ja. Wobei, ich glaube, seine Videos sind ja lustig. Ich sehe, sie können, nicht lustig. Sie kommen nie bei mir rein, aber... Ich muss es nicht selber machen. Nein, es ist illusion. Aber eben, ich glaube, das also ist ja wie so, es findet ja Gentrifizierung von der Social Media Kultur statt. Mhm. Irgendwann kommen die Alten wieder. Facebook ist ja genau das Gleiche, jetzt ist so die Jungen. Und dann plötzlich kommen die Alten logisch. Und dann sagen die Jungen, okay, wir gehen auf Insta. Und Insta plötzlich, okay, wir gehen auf TikTok, okay, wir gehen auf Snap. So weiter und so. Ich habe das Gefühl, Insta wird wie länger Bestand haben für alle Altersschichten wie Facebook. Ja, gut, Facebook ist halt einfach mehr oder weniger ein gutes Telefonbuch mittlerweile, oder? Also du kannst wie alle finden und... Facebook hat sich halt so fest segmentiert, dass das irgendwie... Du kannst wie zu viel machen, so. Und du bist zu fest in deiner Echo-Gruppe. Ja. Und Insta ist viel mehr noch... hauptsächlich einfach... Einfach oberflächliche... Bilder und Videos zeigen, ja. Genau, und, aber gut, lustig. Irgendwie. Ja, ja, das aber meiste. Aber sehr oberflächlich natürlich. Genau. Aber auch ein Werbekanal im Endeffekt. Ja, natürlich. Ja, und TikTok ja dann auch. Und der Younes, der arbeitet jetzt mittlerweile bei Virgin Radio Switzerland. Das ist unser Partner, unsere Schwester-Radiostation. Das ist so für die Jugend. Ja. Für die Jugend. So ein bisschen geiler Hip-Hop. Darum heisst es Virgin. Das ist mega gut überlegt. Das ist nicht von uns erfunden, es ist so der Brand, Virgin, kennst du Virgin Island? Virgin so. Und Old Ho Radio. Ja genau, ist das für haben wir so noch nie überlegt, ich finde es ein bisschen gut. Auf jeden Fall ist der Younes, der Moderator, macht die Morgenshow und es ist wirklich ein lässiger Typ, ich mag den mega gut. Der arbeitet vis-à-vis von mir, hat seinen Arbeitsplatz vis-à-vis von mir, ist ein TikTok-Star. Also alle Jungen fahren auf den ab und das ist übrigens auch bei dem Doc-Film, wie hat jetzt die geheissen? Irgendwie die Insta-Jugend oder die Social-Media-Jugend. Irgendwie so, jetzt ein Doc-Film gegeben im Schweizer Fernsehen, ist er auch einer der Hauptdarsteller. Ist das der, wo der Zecki auch ist? Nein. Was? Nein. Ich habe nämlich einen Doc gesehen, wo der Zecki vorkommt. Und eben die anderen weiß ich gar nicht mehr. Ah, noch irgendeine Extremsportlerin. Was hat die gemacht? Mega spezifisch. Nein, es geht mehr um ganz junge Teenagers, die so schon Insta- und TikTok-Stars sind und eine riesen Fanbase haben, aber niemand über 20 kennt sie, oder? Aber warte jetzt, TikTok ist doch früher Musical.ly gesehen, oder? Ja, genau. Stimmt das? Ja, genau. Also, was dort das Absurdeste ist, was ich jemals gesehen habe, ist so eine... Kennst du 60 Minutes in den USA? Ja. Das ist jetzt so eine von der journalistischen Hochburgen. Das ist so die Rundschau von dort. Genau. Und die haben mal einen Bericht gemacht, eben genau über YouTube und was weiß ich, Stars. Und dort war noch Musical.ly gesehen. Und bei Musical.ly hat es eine gehabt, die ist glaube ich 16 gesehen oder so. Oder 15 sogar. Und die hat, ich weiß nicht wie viele Dutzende Millionen Follower gehabt. Und die ist dann an so einem Event, irgendwie die YouTube Awards oder irgend sowas. Ja? Genau, so Zeug gibt es ja. Und mein Kopf hat wie nicht können verarbeiten, was ich dort gesehen habe. Dass ein 15-jähriges Mädchen, wo Musical ist, ja nichts anderes gesehen als TikTok jetzt, da kannst du noch ein bisschen mehr machen mit diesen Challenges und was weiß ich. Aber dort ist Musical.ly einfach gesehen, ich lasse Musik laufen, irgendein bekanntes Lied. Und ich bewege meine Lippen dazu. Und vielleicht tue ich noch, je nachdem, so eine mega coole Schwenk machen. Ja, aber es ist so Sync-Lip-Geschichte. Es war nur Lip-Sync. Lip-Sync, so heisst es. Ja. Sync-Lip. Ja, ich habe mich ein bisschen beschäftigt in letzter Zeit mit Lip-Sync. Und wieso? Weil ich beim Lip-Sync-Battle von Hello Again dabei bin. Ah, stimmt! Und,
Das habe ich warte jetzt, warte jetzt. Das Thema Nummer 37, gut. Lass ADS schnell auf der Seite. Ich bin auch gefördert bei diesen Sachen. Weißt, ich springe dann auf immer auf den nächsten Zug. Ich kann schon lange vom Younes erzählen, aber du bist jetzt eingesprungen. Aha! Ja, aber ich habe gemeint, der ist fertig, nein, der Younes. Nein, das gibt doch jetzt noch... Nein. Ich muss okay. Ja. Erzähl. Die Folge wird nie ausgestrahlt. auf jeden Fall... Ich brauche mehr Struktur da. Auf jeden Fall habe ich nicht können verarbeiten, dass die 15, 16-Jährige, was weiß ich, wo einfach nichts anderes macht, als Lippen bewegen, an so eine Awardshow geht, mit drei Bodyguards und hunderte kreischende Teenies probieren, ein Foto mit ihr zu machen. Das ist so absurd, die genau eigene Welt. Das siehst du bei dem Younes-Doc-Film eben auch. Ja. Yeah. Wo irgendwie alle im Glattzentrum hocken und dann kommt er so mit dem Lift oben runter und alle schreien und kreischen. Und das sind dann die 13-jährigen Mädchen und die werden befragt, wieso, was findest du denn so lässig? Ja, hast du so schön, hast so schöne Lippen, mhm, hast so gut gestylt und so. Und das ist ja dann einfach die Promikultur, sind wir ehrlich, wir haben sie früher auch gehabt, da hat es einfach Backstreet Boys und Britney Spears gegeben. Mhm. Das gibt es heute nicht mehr so gleich, glaube ich. Mhm. Irgendwie, Tokyo Hotel und so, das ist alles irgendwie vergeben. Ja, das ist schon sehr extrem gesehen. Ja. Und, aber die Fankultur hat es zu den Beatles gegeben und jetzt hat es sich einfach auf die Social Media Stars verlagert, glaube ich. Ja, Wo nicht viel machen, in unserem Verständnis. Und dann aber einfach irgendwie eine Autoritätsperson werden. Ich glaube, es geht ja nicht mal darum, wie viel sie machen, sondern es geht ja eher darum, ich weiß jetzt nicht, ob ein TikTok-Star weniger macht als irgendein Popstar. Ja, das stimmt, früher. Das ist völlig recht. Nein, weißt, ist also, wo kein Song selber geschrieben hat, ja, wo die Stimme irgendwie noch verdingselt worden ist, oder zum Teil nicht einmal selber gesungen hat, bla bla bla. Sondern ich glaube viel mehr, worum es noch unverständlicher ist für uns mittlerweile schon ältere Menschen, ja, genau. Ist, weil es ja eben schon auf einem eigenen Outlet basiert. Oder? Früher hast du unweigerlich mitgekriegt, der fucking, keine Ahnung, eben die Backstreet Boys, haben alle mitgekriegt, weil die sind ja dann logischerweise auch bei Wetten, dass das ist der gemeinsame Nenner gewesen. Ja, die sind ja logischerweise, also die sind auf allen genau möglichen Medien, haben die stattgefunden. Und jetzt findet es in so und kleinen Grüppli statt. Eben, also in Segment. In Segment. Das sind nicht einmal kleine Gruppe. Nein, aber so auf die Weltbevölkerung ausgesehen. Aber das bringt wieder, schlägt wieder die Brücke zu Comedy machen. Genau. Ist früher in dem Fall einfacher gesehen. Klar, haben dann oft alle Backstreet Boys Witz gehabt. Aber du hast sehr schnell etwas können finden, wo alle kennt haben. So. Ja. Nicht nur gut, aber ich habe es mal mit einem Kollegen davor gehabt. Ich könnte ein Programm schreiben über Breaking Bad. Mhm. Und wenn ich genug Leute würde finden, die Breaking Bad gesehen haben, dann wäre das ein Knaller und Menschen würden verrecken vor Lachen. Wenn ich das aber in einer normalen Show spiele, wo 200 Leute drin hocken im normalen Leben, und ich mache Breaking Bad Jokes, dann lachen vielleicht 10%, 5%. Aber das ist ja vielleicht auch so ein Umdenken, wo man stattfindet. Du machst einfach die Gags, die du witzig findest, wo dir am Herzen liegen. Und die Leute werden sich ja auch, dein Publikum wird sich auch segmentieren. Das heisst, es kommen... Das hat sich schon segmentiert. Es kommen dann auch noch Leute, die dich lässig finden. Nicht nur, aber viel. Gibt es auch Leute, die dich nicht lässig finden, wo kommen? Ja, klar. Ah, wirklich? Ja, die kaufen das Billett und finden dich dann nicht lässig? Ja, es hat natürlich damit zu tun, dass mittlerweile habe ich ein Level, wo Menschen auch eine Neugierde haben, weil sie meinen Namen irgendwie schon einmal gelesen haben, ja, oder irgendetwas schon mal gesehen haben, etwas Kleines, aber sie wissen noch nicht, ob sie mich wirklich lässig finden. Mhm. Stimmt. Und das ist früher natürlich viel extremer gesehen, vor allem in Basel, wo die Hälfte hat es richtig scheiße gefunden. So. Mhm. Und das hast du natürlich jetzt nicht mehr, aber... Gut, ja. Es ist nicht nur, also es ist nicht wie die Musical.ly-Frau oder die Younes. Wo eben, du hast schon völlig recht, wo eine Riesenarbeit ist und das sind, also eine Riesenarbeit im Sinne von einer Präsenz und die ganze müssen sich überlegen, was stelle ich jetzt, was mache ich jetzt, wie du mich jetzt wieder darstellen und so. Das nein, es ist aber nicht, es ist aber auch da, nicht. Also das braucht dann einiges von deinem Tag. Es ist jetzt vielleicht nicht... Ja, also man kann ja vom, also, ja, weiß nicht, vom Ansehen, aber es braucht einfach wahnsinnig viel Engagement, um mal dorthin zu kommen, dass du wirklich den Musical.ly oder TikTok-Star ja, wirst, das meine natürlich. Ich. Und auf jeden Fall sagt er, und jetzt, um den Bogen nochmal schliessen, sagt er, oh, alles was nicht,
Alles, was cool, gell? Ja, Wahnsinn. Alles, was nicht gefilmt ist, hat nicht richtig stattgefunden. Ah, dort sind wir gesehen. Ja, dort sind wir gesehen. Und jetzt kommen noch die Geschichte, wie du vom Alter geredet hast. Er ist ja relativ, er ist irgendwie so, macht als Morgenmoderator die Sendung von dem jungen Radiosender. Und dann ist der Lockdown gekommen und dann hat es geheißen, bleiben Sie zu Hause und sind Sie vorsichtig und treffen Sie nicht Eltern. Das ist ja logisch, oder? Das kennen wir alle. Und dann frage ich so am Freitag, so Jonas, was machst du am Wochenende? Und er so, ja, ich gehe meine Mutter besuchen. Und ich so, finde jetzt gerade ein bisschen schwierig, oder? Es ist gerade so die Woche, wo wir irgendwie langsam müssen, uns an die Regeln halten müssen. Es ist irgendwie schon, also findest du so ein bisschen, bist sicher? So. Und er sagt, er ging auf Bern, seine Mutter besuchen. Ich so, ja, aber also hast du dann auch Abstand? Also wie alt ist denn deine Mutter? So 36. Grossartig. Wie alt bist du? 35. So, jemand, der gleich alt ist wie du. So, ja, Gott, wie alt ist denn der, Younes? Der ist jetzt, glaube ich, 28. Nein, der ist jetzt, glaube ich, 19, 20. Ja. Yeah. Okay, also sehr wirklich, frühe wirklich Mutter. Sehr, ja, junge, sehr Mutter. Junge Mutter. Vielleicht ist er mit dabei 40. Also, ja. Aber 36. Nein, auf jeden Fall, genau. Ja, also, das, ja. Grossartig. Ja, das ist ja das, was in meinem Kopf immer mega schwierig zum Verarbeiten ist. Ist einfach so, wenn ich jemanden schon seit ich Kind bin kenne, wo folgt mir 20 Jahre älter ist, ist die Person immer für mich im gleichen Abstand, einfach so älter. Ja, aber wenn ich überlege, wie ich zum Beispiel jetzt gleich alt bin, wie die Person damals gesehen ist, könnte ich das in meinem Kopf nie zusammenkriegen. Mhm. Dass ich denke, ich bin jetzt gleich alt wie... Wie damals, wo du damals dachtest, das ist eine uralte Person. Genau. Und steht voll im Leben. Und mega. Dann schaust du auf dich runter und denkst, ich wirke wahrscheinlich auf Jüngere auch so. Stand, mega. Stehen aber gar nicht im Leben. Und so ich bin jetzt, glaube 6 und 8 Jahre drüber, wie alt meine Eltern gesehen sind, wo sie mich gekriegt haben. Ist das noch krass? Was löst das in dir aus? Das so ja, es ist vor allem krass gesehen, so zu wissen, so, oh shit, weißt du, mit 24 oder und dann mit 26, oh, jetzt hatte ich ein Kind. So. Okay, voll. Das haben wir letztes Jahr überlegt. Ich bin wirklich auch 6 Jahre älter als, oder 5 Jahre älter als mein Vater, wo er mich gezeugt hat. Ja. Yeah. Aber das ist schon noch, was macht das Alter mit dir? Stresst dich das? Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Mich stresst mehr, was es mit den anderen Menschen macht. Das, weißt, ich fühle mich ja nicht wirklich älter als vor 6-7 Jahren. Ich mache aber auch nicht viel anders als vor 6-7 Jahren. Ein bisschen, ja, aber nicht massiv. Und um mich herum sind auf die alle geheiratet, Kinder, Vollgas. Eben, das ist so ein bisschen das. Ja? Kennst du die männliche Durchschusspanik? Ich habe die letztes Mal das erste Mal so ein bisschen gespürt an mir selbst. Bei dir? Ja. Weil ich habe sie null. Ich bin letztens joggen in Talmend und da hatten so junge Väter gesehen mit ihren Kindern. Und also dachte, das ist schon noch okay, die Kinder sind jetzt etwa 3 Jahre, er ist etwa gleich alt wie ich. Das heisst, wenn ich jetzt dann so... Weißt du, so haben wir die Gedanken zum ersten Mal gemacht. Und so gemerkt, so, ja, ich glaube, Familie ist dann irgendwie schon... Obwohl ich völlig das Gleiche mich überhaupt nicht mit dem kann momentan wirklich effektiv identifizieren, dass ich jetzt gerade jetzt Vater wäre, überhaupt nicht. Aber irgendwie so, es ist nicht mehr so weit weg, glaube ich. Okay. Ja. Du jetzt nicht so, als hättest du dir nie den Gedanken gemacht. Ich habe mir natürlich gut, du bist mal, natürlich noch 3 Jahre jünger als ich. Ich habe mir natürlich schon mal die Gedanken gemacht, aber mehr halt eben mit dem Gedanken, dass ich ziemlich sicher, ich sage niemals nie, aber ziemlich sicher keine Kinder will. Wieso nicht? Ja, da, wir haben 1,5 Stunden. Wenn ich das jetzt anfange, dann sind wir bei 2,5. Und ich weiß auch nicht, ob ich das so also öffentlich, die Folge mit dir, da könnte ich sie eigentlich erzählen. Und das ist jetzt genau das. Jetzt erzählst du es da, jetzt da. Wow, nach 1,5 Stunden noch los. Wer es ausgehalten hat bis zum Schluss, der kommt jetzt noch die Primärgeschichte über. Vom Schul von Mutzenbecher. Nein, es ist nicht definitiv, aber es gibt mega viele Gründe, warum. Und es ist hauptsächlich ist einfach schon mal mehr die Frage, warum will man?
Und ich habe für mich noch keine Gründe gefunden. Ja, das finde ich auch noch so diffus, die Frage, warum will man, ich glaube im Endeffekt geht es darum, also ich habe so immer so die Vorstellung von mir im Alter, aber das ist eigentlich absurd, ich meine, das muss jetzt muss es stimmen, aber im Alter sehe ich mich, und das finde ich mega schön, wenn ich meine Eltern sehe, die jetzt uns so haben und wir sind so als Familie haben wir unterwegs und so. Und das, oder ich habe in Amerika ein Austauschjahr gemacht und in Amerika ist der Familienzusammenhalt auch noch mal ganz irgendwie anders. Ich habe anders erlebt, als ich ihn daheim erlebt habe. Ich habe eine super Familienzusammenhalt, aber dort haben wir am Wochenende, am Samstag, ist man am Nachmittag noch irgendwie an ein Spiel, an ein Fußballspiel miteinander und so. Da sind die Eltern und die Kinder, alle haben das Gleiche gemacht und man hat auch die gleichen Hobbys verfolgt. Und das habe ich auch so lässig gefunden, dass man so eine Familienkern ist und so ein Team. Und diese Vorstellung, wenn dann die Kinder wirklich einmal auch einen geraden Satz sagen und zwei, drei Schritte laufen, die finde ich irgendwie schön. Ja. So die erste Zeit die ist eh immer mühsam, glaube ich. Das, was ich so mitbekomme jetzt von meinen... Das kann ich schon nachvollziehen, ja. Aber das ist zum Beispiel kein Wunsch, den ich habe. Ja. Was hast du für einen Wunsch im Leben? Nicht viel. Ich bin recht happy. Schön. Ja. Also, dass mal das Covid-Zeugs aufhört, das wäre ein Wunsch. Das ist definitiv ein Wunsch. Aber das wird ja das Jahr geht jetzt nur noch ein paar wenige Tage, dann ist es ja dann vorbei. Genau. Das Jahr, gell, das 2020, das fucking 21 wird genauso Bullshit, leider. Nicht ganz. Also, wenn wir... Ein halbes Jahr, aber wir müssen jetzt nicht über das wieder schwätzen. Aber, wenn sie jetzt tatsächlich ab Januar 70'000 Impfungen am Tag rausballern und du wirklich das Maximum würdest erreichen, dann wärst du irgendwie schon im April durch. Aber das wird nicht ganz so sein. Und darum, ich habe das Gefühl, so wirklich nichts mehr spüren. Allein schon, wie du jetzt gesagt hast, der September hat sich so nicht wirklich angefühlt. Ja, das ist auch, wenn du das gleiche Ergebnis nochmal hast, nächsten Herbst, aber du hast dann auch noch die Impfung etc., dann habe ich das Gefühl, werden wir nicht mehr im Alltag so viel davon spüren. Es wird sicher Sportfolgen geben, aber natürlich wirtschaftlich wird ja mega gern genannt in der Schweiz. Also das wird es definitiv geben. Natürlich, klar wird es Folgen haben, aber ich glaube, so im Alltag ist sich irgendwie eingeschränkt fühlen, weil man nicht irgendwie bis dann und dann kann essen und so viele Leute kann treffen und nicht die Veranstaltung besuchen und so weiter und so fort. Ich glaube, das alles, so die Pfeiler, die Eckpfeiler vom Alltag, glaube ich, spüren wir nach dem Sommer nicht mehr. Du schaust auf die Uhr? Ja, ich muss einfach an einen Termin. Ich habe ja da, ich habe da den Physiotherapeut, der auf mich wartet. Ah, das auch noch? Ich habe es ein bisschen im Rücken, weißt du? Aber ich habe noch eine Frage, wenn du gesagt hast... Wieso fragst du mich eigentlich immer? Ich wollte eigentlich über dich labern. Ja, es tut mir leid. Das ist immer der gleiche Scheiß. Wenn du Moderatoren einladest, dann fragen sie dich aus. Ich bin so ein Narzisst, ich labere dann immer über mich. So, mega nett, dass du mich fragst, das und das. Es soll auch mal ein bisschen dein Podcast sein, Joel. Es soll auch mal in deinem Moment sein. Ich finde auch, dass bei viel gut Podcast mit Joel von Mutzenbecher es auch endlich mal um mich geht. Ja, genau, wirklich. Aber genau, was ist denn das, was dich viel gut lässt? Was ist Glück für dich? Du hast gesagt, du hast keinen Wunsch. Ja. Yeah. Was ist Glück für dich? Das ist aber nicht die gleiche Frage, habe ich das Gefühl. Glück ist nicht das Gleiche, wie sich gut fühlen. Gut fühlen. Aber aus dem Glück heraus kommt doch ein gutes Fühlen. Oder das gute Fühlen gibt dir Glücksmoment. Es gibt dir Glücksmoment, richtig. Aber ich glaube, das Glück als solches tut nicht existieren. Mhm. Aber das Glück als solches ist glaube ich, ein ewiges Ziel, wo wenn man das konstant sucht und an dem schafft, dass man sehr noch an das ahnen kann kommen, aber ich glaube nicht, dass du das jemals voll und ganz erreichst. Das ist jetzt ernüchternd. Nein. Also du sagst, das buddhistische, das absolute Nirvana erreicht man wie nie. Ja, aber ich glaube, das sagen sogar die Buddhisten selber. Die sagen, sie streben nach dem. Ja, das ist schon recht. Aber das ist ja, das fängt ja dort mit an, das finde ich mega geil, der Zen-Buddhistische Kreis, der ist ja nicht perfekt, sondern der ist genau aus dem Grund nicht ganz vollkommen, weil sie eben sagen, du bist ja konstant eben an dem am Arbeiten. Und eben, wenn du das machst, dann kommst du sicher näher an das an und durch das bist du sicher glücklicher in deinem Leben, aber
Ich glaube, geht ja gar nicht, du kannst ja gar nicht konstant das empfinden, weil du durch das ja dann andere Sachen wie wieder nicht beachtest. Ja, so. Natürlich. Und darum ist das Glück Dilemma. Eben eine andere Definition für mich. Aber Glücksmoment haben und zufrieden sein, ich finde zufrieden viel wichtiger. Ja. Zufrieden ist eben für mich so ein Samichlausen-Ausdruck. Ich meine, so ein Samichlausen kann, ich habe ein Video gemacht, darum ist das irgendwie für mich immer so, noch so präsent, weil wir das eben jedes Jahr wieder haben müssen schauen. Bist du zufrieden? Ja. Das Wichtigste im Leben ist zufrieden sein. Du schießt und jetzt. Ja, das habe ich auch gesagt. Nein, zufrieden sein. Ja, aber das machen wir in der Schule schon. Zufrieden sein. So. Und ja, gut, dann bist du, sein, hast ja, du halt eine negative Konnotation damit. Eine negative Konnotation, aber ich finde so, also, wenn bist du zufrieden, wem fühlst du dich gut, wem bist du glücklich, in welchem konkreten Moment? Sehr, sehr, sehr unterschiedlich, aber logischerweise ist viel davon in, um die Bühne. In der Bühne und um die Bühne? Ja, auf und um der Bühne, so, nicht in, aber in Bühnensituationen, so. Ja. In und um Bühnensituationen. Das von da mit irgendwie eine Show organisieren, also es ist eigentlich wirklich sehr viel. Es ist der Kreativprozess, leider schon, wenn ich mich entschieden habe, so heisst das nächste Programm, schon geil. Nur der Name ist geil. Schon ein mega Glücksgefühl, oder? Das ist einfach so, wow! Die Entscheidung aber. Denn so. Ja, ja, die Entscheidung, weil du hast ganz viele verschiedene und irgendwann fühlt es sich richtig an und allein das ist so, wow. Ja, cool. Dann geht es weiter, wie sieht das Plakat aus, da. Allein der ganze Prozess mit irgendwie der mega tolle Agentur, die das macht, Clou. Weißt du, irgendwie, das letzte Mal ist etwas gesehen, was ich nie im Leben mir gedacht habe, sondern irgendwie, die Grafikerin hat dann mehr so, ich habe dann noch ganz kurz mal etwas ausprobiert und vielleicht denkt so, weißt du, mit so einem Platzhalter und dann ich so, ha, das ist es. Okay. Wow, so, also bla bla bla. Der ganze Prozess, den ich habe für ein Programm, den ich dir jetzt nicht mal alles erzählen kann, weil du musst bald gehen zu deinem Physio. Dort habe ich schon ein Glücksgefühl, wenn ich eine Mixed-Show organisiere, wo andere Künstler auftreten und ich kann, vor allem wenn wir es zu Basel machen, im Bald, hocken wir links von der Bühne und ich kann Zuschauer sehen. Ich weiß nicht einmal, wie geil die das finden. Ich merke aber oft, dass sie es nicht merken. Dass ich eigentlich hauptsächlich Zuschauer anschaue. Weil ich schaue so ein bisschen den Künstler an oder die Künstlerin, aber ich schaue auch mega oft Zuschauer an. Mhm. Und ich habe mega Freude, wenn es Menschen zerrisst vor Lachen. Das ist wirklich einfach, auch wenn nicht ich es gemacht habe, sondern ich kann zuschauen. Das ist aber auch so schön, dass du das kannst. Ich kann zuschauen, ja. Weil wenn ich selber spiele, habe ich nicht Zeit zum Zuschauen und sagen, hey, wir lachen dir und aha, sondern ich bin am Arbeiten. Aber so schön, dass du dich kannst über das Freuen von anderen Leuten freuen. Sensationell. Oder, und dass auch nicht du auf der Bühne musst stehen, um die Leute zum Lachen machen, sondern dass es effektiv Leute aus deiner Crew... Gut, das ist natürlich eben geil, oder? Du organisierst es und es ist wie auch... Du bist ja mitverantwortlich, dass die Leute einen guten Abend haben. Mega Freudengefühl. Ja, weil du irgendwie so, oh wow, alles, was wir gemacht haben, von die Location gefunden, zu mal irgendein Artwork, all das drumherum, zu dann die Menschen zusammen tun auf der Bühne, weißt du, dass es irgendwie auch stimmt, dass die Mischung stimmt und so weiter und so fort. Und dass dann eben das resultiert in den einzelnen magischen Momenten von jemand sagt etwas, Leute lachen. Ja. Und Sachen passieren. Ja. Das schon. Und natürlich auch, wenn ich selber, irgendwie, vor allem wenn ich improvisiere und es geht in eine gute Richtung und du merkst, wie so... Das ist eh lässig. ...die Energie zusammenkommt und so. Das sind alles schon mal sehr grosse Glücksgefühle. Gespickt mit Adrenalin. Und dann fühle ich mich gut. Aber genau gleich, wenn ich einfach mal mit ein paar tollen Menschen kann es Nacht essen und man hat es lustig und mega, mega fest habe ich gemerkt, wie eben mit der Social Media Pause und so, wie ich frage auch immer die Leute, wenn es denn um das geht, wie das Handy einen Einfluss hat und ich merke, wie für mich viele Sachen ohne Handy mir automatisch ein mega Glücksgefühl geben. Also früher bei der einen Wohnung, wo ich früher gewohnt habe, nicht neben dem Gefängnis, hat ein guter Freund von mir einen Kaffee gehabt
Und manchmal bin ich wirklich nur schnell zu einem Kaffee trinken und habe mein Handy daheim gelassen. Weißt du, nur eine halbe Stunde oder so. Und dann habe ich das, der Shit gesehen. Weil dann bin ich da draußen gehockt, habe irgendwie einen doppelten Espresso getrunken und habe einfach, so wie hier, wenn du jetzt mal die Kreuzung anschauen würdest, einfach schau mal, wie irgendwie die zwei dort gerade miteinander schwätzen, schau mal, wie das komische Velo da durchfährt. Das klingt mega banal, ja, aber wenn du dich auf das achtest, ja, wird ja auch oft gelehrt, eben da bei der, im Buddhismus. Im Hier und Jetzt sein. Achtsamkeit. Achtsamkeit. Ja? Und Achtsamkeit geht zu 99% verloren mit meinem Handy. Ja. Ja? Weil, das stimmt. Ja, ich bin ein gamesüchtiger Typ. Bist ja irgendwo immer noch jemand anders mit dem Handy. Oh, Eckhart Tolle, ja, wo sagt, im Jetzt gibt es kein Problem. Im Jetzt. Das ist noch ein kleiner Effekt. Du bist sehr im Jetzt gesehen. Ich bin gerade stehen geblieben. Musst du dir das mal überlegen, es gibt kein Problem im Jetzt. Jetzt hast du kein Problem. Jetzt gerade, jetzt. Richtig. Außer du bist jetzt natürlich gerade in einem Koma. Oder, gut, dann hast du aber du bewusst ja kein Problem. Ja. Oder es ist gerade jetzt im Moment, das schneidet jemand den Arm ab. Aber das, ja, ich weiß, was du meinst. Und das ist schon... Und das ist das, was ich wahnsinnig mir immer mehr muss bewusst und wird bewusst werden. Oder? Also das ist irgendwie, für mich ist das Glück auch so, wie du sagst, irgendwie da zu sitzen, ein Heftchen zu lesen, irgendwie die Sonne scheint auf ein Bänkchen und ich bin entweder in der Stadt oder irgendwo auf Mütliberg. Weiter will ich ja nicht gehen. Mhm. Ja, das ist natürlich bei mir so grundsätzlich, das ist das, was ich auch merke, ist, auf Reisen habe ich das natürlich im Grundsatz viel mehr. Und Reisen heisst nicht, ich muss irgendwie durch den Amazonas trampen, sondern ich gehe ein paar Tage in eine Stadt oder so und ich bin allein. Und einfach, ich gestalte meinen Tag völlig anders, ich bewege mich anders durch die Stadt, den Ort, wie auch immer. Und du hast nicht den Drang, dort irgendetwas müssen zu erleben? Oder so, dass... Nein, sondern ich gehe ja mit dem Vorwand im Normalfall, dass ich schreibe. Ja, ja, genau. Und das passiert dann auch, eben genau aus dem Grund, weil ich sonst nicht, natürlich hatte ich mega viel zu tun, aber dann ist es oft wirklich so, Autoresponder, ich bin gerade nicht erreichbar, und dann laufe ich einfach mal durch eine Stadt. Ja. Und los Musik. Und ich höre dann die Musik auch bewusster. Und irgendwie, oh, also, und das schaffe ich natürlich nie komplett daheim zu implementieren. Aber es hilft zum Beispiel, dass ich ja noch ab und zu jetzt tatsächlich in Zürich penne. Man fragt sich gerade, wo? Was? Ja, in einem Zimmer. Wie du vorher dort eigentlich geschrauben, ich soll endlich mal meinen Platz wieder pflegen. Nein, aber ich habe das Ziel ja tatsächlich erreicht, dass ich jetzt noch eine fixe Schlafgelegenheit in Zürich habe. Hast du ja mitgekriegt, weil dank dir, vielen herzlichen Dank, ich habe ja mal bei dir dürfen pennen, eine Woche lang. Sehr gern geschehen. Sehr gern geschehen. Jederzeit. Und jetzt ist das ja fix und darum habe ich jetzt wirklich so ein Zimmerle, wo ich immer kann sein und so. Und durch Zürich bewege ich mich natürlich schon anders als durch Basel. Das heisst, ich bewege mich... Ein neu, ja, genau. Ich bewege mich schon ein bisschen anders und habe durch das auch ein bisschen mehr den Ausgleich. So. Jetzt sind wir bei 1,43 und ich muss dich noch fragen, was du machst, um dich gut zu fühlen. Und dann bist du entlassen in die Physio. Ich mache Sport. Danke vielmals, bist du da gewesen. Du machst Sport, was machst du? High Cardio. Nein, also es gibt für mich einmal ein Buch gelesen, wo einer mit ganz verschiedenen Bekannten und Unbekannten und aber erfolgreichen und auch irgendwie Gründer von Startups und so, hat einfach so Tour so gemacht mit verschiedenen Leuten und hat sie immer so die gleichen Fragen gestellt. Und was ist für dich Glück? Was ist für, so habe ich ihn interessant gefunden. Und was macht für dich der Erfolg aus und so weiter und so fort. Und jemand, und das ist mir so geblieben, und ich habe das nachvollziehen, wie es mir genau gleich geht. Es gibt Momente, wo es dir einfach scheiße geht oder dich nicht so gut fühlst oder so. Es gibt dann so Grundsatzsachen, die man einfach machen kann, und dann geht es effektiv besser. Es ist wirklich Sport, es bringt bei mir immer etwas. Das habe ich auch von meinem Vater irgendwie gelernt. Das ist irgendwie, ich kann ja rennen oder mache irgendetwas. Yeah. Entweder eine kalte Dusche oder pennen. Und dann geht es nachher immer besser. Yeah. Es ist nicht so, dass ich das viel hätte, aber es ist noch interessant, das ist mir so geblieben. Aber eben, so rein von der Vorstellung, was für mich Glück ist wirklich können da sein und das irgendwie gerade einfach jetzt geniessen. Mega. Ich habe das jetzt sehr genossen mit dir. Ich auch. Und siehst, du hast noch gesagt, du hast einen Drehtermin und ich habe gesagt, komm, wir machen ein bisschen früher noch und wir haben gleich ein bisschen Stress gehabt
Und jetzt ist genau so der Moment, wo ich gesagt habe, wenn du nicht den Termin hast, wir hätten sicher noch mal 3-4 Stunden geschwätzt. Und stell dir nur vor, was da alles passiert wäre. Was da alles noch passiert wäre. Ich komme wieder. Es ist aber so kühl da, Christoph. Das macht viel aus, gell? Was ist das? Schlecht isoliert. Ja, aber es hilft in Corona-Zeiten. Ja, das stimmt. Das ist eigentlich konstant frische Luft. Schön gewesen, alles Gute, gutes Neues. Gleichfalls. Und eigentlich zum Abschluss. Happy Christmas. Zum Abschluss nehmen wir jetzt zusammen so eine Schokimus. Also nicht zusammen eine, sondern zusammen zwei. Nein, natürlich. Ich habe eine geile, du hast eine orange. Ja. Dir alles Liebe, viel Erfolg. Ich komme so viel Pickel über an Weihnachten, weil ich so viel Schokis. Das ist wirklich wahr. Ja? Yeah. Da. Gute Physio. Welche? Und ich habe orange. All the best. Bis bald. Ich habe Marzipan. Sicher nicht, es ist nicht Marzipan.